Mittags trinke ich ein Glas Rum und abends Rum. Nachmittags Rum mit Tee. Tee mit Rum oder Rum mit Tee ist ja egal, aber besser ist Rum mit Tee natürlich. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse, Presse. Und sie haben hier noch den Vision Clearance Engineer. Also Vision Clearance Engineer. Lass uns mal überlegen, was das sein könnte. Vision Clearance. Der Typ auf diesem Ausguck im Piratenschiff. Ja, ist schön. Also direkt übersetzt ist es hier auch, die haben geschrieben, Sichtfreigabe-Ingenieur. Es ist der Fensterputzer. Also es klingt das. Howdy ho, ihr Lieben. Herzlich willkommen einmal wieder zu einer neuen Episode Voll in die Presse. Lange habt ihr warten müssen. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Folge 102 geht an den Start live über den Zoom-Kanal. Heute nicht persönlich. Wir sind ein bisschen verteilt und wir haben uns rar gemacht in den letzten Wochen. Mein Name ist Ben Cartwright und ich bin natürlich in der Ponderosa. Aber meine Freunde und Mitstreiter sind in ihren eigenen, ihr kennt sie, Beefholes, Sammelsuriums, und der Prollo ist on the road diesmal. Und mit dem fange ich mal an. Hallo Prollo in Frankfurt. Richtig, hallo. Ratsch. Das klingt doch gut. Der Prollo ist wie immer top vorbereitet. Beef, schlag mal mit dem Hähnchenschenkel auf die Backe. Irgendwas. Hallöchen. Hervorragend. Auch der Beef hat sich vorbereitet. Und der liebe Sammer im Sammerturm. Moin, moin. Moin. Ja, lange ist es her, wir haben es letztes Mal gar nicht groß thematisiert, dass wir ein bisschen Sommerbreak machen, gezwungenermaßen, weil ich bin einfach abgehauen. Ich habe mich in den Benanza-Bus gesetzt und bin nach Belgien, Frankreich, Spanien gefahren, habe ganz viel Streetart fotografiert und ich weiß nicht, ob die Jungs mich vermisst haben, aber sie mussten dann sozusagen, da nickt einer, sie mussten dann sozusagen mit mir warten auf die nächste Folge, die nehmen wir heute auf. Und das freut mich natürlich, dass wir jetzt hier wieder zusammen sind, auch wenn noch nicht persönlich. Aber bei der Folge 103 lassen wir es dann wieder auch im Benanza-Keller hier krachen. Was habt ihr denn so getrieben? Wie gesagt, ich bin ganz viel Bus gefahren, ich habe ganz viel fotografiert. Wer das sehen will, Benanza Pics bei Instagram, da schicke ich immer ein paar Bilderchen hoch. Ich versuche da so meine Street-Art-Community aufzubauen. Anderes leidenschaftliches Thema neben der Presse. Aber was habt ihr denn so? Ihr habt doch bestimmt gearbeitet die ganze Zeit für den Podcast, recherchiert, Jungs, Themen rausgezogen. Was hat euch bewegt die letzten Wochen? Arbeiten und Fußball. Arbeiten würde ich und mal Fußball. Sagen. Okay. Und den Regen hier irgendwie überleben. Aber jetzt wird es ja tatsächlich schön oder ist schon schön. Und ich bin richtig happy, dass jetzt endlich mal zumindest eine knappe Woche der Sommer vorbeischaut. Ja, den habe ich auf jeden Fall eine gute Zeit ausgesucht, um nicht da zu sein. Ja, ich habe euch die Sonne mitgebracht. Tatsächlich an dem Tag, ich bin seit Montag wieder da. Und seit Montag sieht es doch hier eigentlich ganz okay aus. Also ich war ja auch in Madrid, da waren 36 Grad. Das willst du eigentlich auch nicht. Nee. Aber 16 Grad und Regen willst du auch nicht, zumindest nicht im Sommer. Also insofern. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich bin so froh. Ich habe ja nur den Benanza-Bus, das ist ein VW-Bus, für die den nicht kennen. Da haben wir früher auch immer drin aufgenommen, machen es vielleicht auch mal wieder. Und das war halt statt Podcast-Studio diesmal mein kompletter Camper. Also den habe ich auch jeden Tag umbauen müssen, weil wenn ich in die Städte gefahren bin, so Street Art steht meistens auch nicht immer in den allerbesten Stadtteilen, wollte ich nicht sozusagen optisch zu sehr den Camper-Eindruck erwecken. Also habe ich alles umgebaut und versucht zu verstauen, abends dann wieder zurück. Und wenn das da halt volle Suppe geschifft hätte, wäre das ziemlich kacke gewesen. Ich musste ja auch draußen kochen und so weiter und so fort. Ich habe eigentlich alles draußen gemacht, außer schlafen. Und das war sehr schön, weil das so unter freiem Himmel bei Sonne Spaß macht. Aber ich stelle mir vor, 16 Grad und Regen, nee. Ich hatte ja zwischendurch Sorge, dass du irgendwie unter der Brücke pennst, weil du da Fotos rumgeschickt hattest. Ja, echter Geheimtipp für die, die tatsächlich Street Art auch mögen oder Urban Art. Paris ist sowieso, das war jetzt so der Abschluss. Ne? Ich bin Belgien, dann bin ich Bretagne, Normandie, die Atlantikküste runter. Dann nach Spanien rüber ins Landesinnere bis Madrid und dann auf der anderen Seite wieder hoch, Saragossa,
Und dann Toulouse und so weiter hoch bis Paris. Und Paris war der Abschluss. Und ich habe das gar nicht so in Erinnerung gehabt, dass Paris ist pervers. Also Paris ist das Disneyland der Street Art. Da gehst du den Boulevard Auriol, ein ehemaliger französischer Präsident, hoch und da guckst du nach links. Da sind nur die Top-Street-Art-Typen von Obey und wie sie alle heißen angefangen. Und guckst links, guckst rechts, guckst links. Und jedes Haus hat da so ein 40x50-Meter-Bild drauf. Und du gehst halt echt mit einem Fetten durch die Straße und denkst so, das ist fast zu einfach, weil Street-Art-Fotografieren ist ja auch Handen. Du musst es ja auch jagen, das Zeug. Und dann fahre ich da wirklich in die hinterletzten Ecken. Ich habe Polizisten gefragt. Ich weiß nicht, mit wem ich alles ins Gespräch gekommen bin, auf der Suche nach diesen Bildern, die ich da halt natürlich auch übers Internet und über bestimmte Apps rausrecherchiert habe. Aber die GPS-Daten sind nicht immer richtig. Und dann landest du da irgendwo bei einem. Bin bei Leuten in der Küche gelandet, was ich dann rausstellte, bei älteren Herrschaften, dass das Bild bei denen auf dem Privatgrundstück ist, und habe nett gefragt. Ich bin in irgendeinem Zirkushaus gelandet, in Toulouse, wo Zirkusartisten auf der Durchreise wohnen. Und da habe ich dann an der Seite so eine Flamenco-Tänzerin auf dem Haus vermutet, war auch da. Und dann habe ich nett gefragt, ob ich das mal fotografieren kann. Und so weiter. Das war also richtig Aufwand und dafür fährst du ja auch. Ich bin teilweise eine halbe Stunde für ein Bild gefahren. Also wenn ich schon in der Stadt war und wenn du dann durch Paris läufst, dann ist das so wie Times Square. Überall prangen dir diese berühmten Bilder entgegen und zwar in doppelt und dreifacher Ausführung. Es war sehr geil, aber es war fast so einfach. Aber die Brücke, die der Sammer erwähnte, das ist der Punkt 13, weil es der 13. Arrondissement ist. Und da ist wirklich alle paar Wochen übermalen die da komplett alles. Also ich war da am Donnerstagabend kurz, weil ich da auf eine Ausstellungseröffnung gegangen bin um die Ecke. Da waren überall Bilder. Bin dann am Freitag, wo ich dieses Video gedreht habe, wieder hin. Da waren alle Bilder übermalt und nur so Tags geschrieben für die Künstler, die da jetzt bei dem nächsten Jam, wie die das nannten, das machen können und gleichzeitig dann irgendwie so, wurde dann so Rap-Musik und Live-DJ und Merguez wurden dann da gegrillt und Bier vom Fass verkauft und total geil. Und überall malen die Leute und ich kenne die teilweise auch. Das sind teilweise richtig bekannte Street-Artists, die du dann sonst immer nur bei Instagram und sonst wo bewunderst und da stehst du dann daneben und schnackst mit denen und guckst denen bei der Arbeit zu. Also es war wirklich ein würdiger Abschluss meiner Urban Art Roadtripping Tour. Bei der Gelegenheit fällt mir auch auf, die Halbwertszeit von so Street Art ist ja dementsprechend kurz. Also richtig. Das ist ja eigentlich ziemlich krass. Du machst da ein sehr geiles Kunstwerk, was auch vielleicht aufsehenerregend ist und um die Welt geht. Und dann kommt da 4 Wochen jemand vorbei, will sich anschauen, ist schon weg. Richtig, das sind natürlich unterschiedliche Sachen. Wenn dir das Haus gehört und du bezahlst jemanden, also lizenzierst den oder machst halt so eine Commission-Sache, also kaufst dir quasi den Artist ein, dass der dein Haus anmalt, dann bleibt das meistens da ein bisschen länger, weil du es ja auch in der Hand hast, wenn es übermalt wird. Aber bei diesen, ich sag mal, illegal oder wild gemachten Bildern, die auch oft sehr geil sind, das ist ja oft dann auch auf irgendwelchen Häusern, die dann demnächst abgerissen werden. Und bei diesem Point 13, da ist das halt sozusagen auf die Spitze getrieben, weil die das zum Konzept erklärt haben. Also die malen wirklich sehr, sehr geile Bilder, Riesenbilder, aber nur für 4 Wochen. Und dann kommt der nächste. Aber ich meine, ich bin jetzt kein Fachmann in dem ganzen Thema, aber letzten Endes ist das ja so ein bisschen auch der Charakter dieser ganzen, dieser Street Art, ne, letzten Endes. Also auch Banksy, das ist ja eigentlich erstmal, er ist ja nur einer der bekanntesten aus der Kante oder wahrscheinlich der bekannteste. Wahrscheinlich, ja. Auch das ist ja, das meiste ist ja schlicht und ergreifend nur, vergänglich. Also nicht für die Ewigkeit, ne, sondern nee. Wirklich. Und da kommt dann auch vielleicht diese Koexistenz zwischen den Typen wie mir, die den Kram dann fotografieren und, irgendwo hochladen und den Artists, die natürlich auch eigene Fotos machen, die dann in aller Regel wirklich dankbar sind, wenn man die Teile bei Instagram und so hochlädt und ein bisschen promotet. Also ich habe nicht wahnsinnig viele Follower und auch nicht Millionen Klicks, aber trotzdem, wenn ich dann den Artist da tagge, dann schreiben die mir oft, danke, hey, danke, cool und so, freut mich und so weiter. Und
wie gesagt, ich habe einige ja auch unterwegs kennengelernt in unterschiedlichsten Situationen. Ich renne dann ja auch einfach immer in die Gebäude dann da rein und bin dann da, habe dann in Belgien so ein kiffendes Pärchen, also zwei Typen, die saßen auf einer Couch, haben sich dann weggeknallt und ich dachte, fuck, hier bin ich in so einen Drogenspot gelandet. Tatsächlich war es aber eine stillgelegte Fabrikhalle, wo wirklich großartige Bilder drin waren. Das war unglaublich und ich bin auch noch mit denen ins Gespräch gekommen und einer stellte sich raus, war auch ein recht bekannter Künstler. Der war halt total drauf und total breit, aber ich habe ihm gesagt, dass ich überlege, einen Street-Art-Podcast zu gründen und dann hat er direkt gesagt, ja, dann kommst du hier, dann machen wir hier eine riesen Session und so weiter. Dann fährst du den Bus direkt hier in die Halle rein und so weiter. Das war total geil. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll, aber naja. Du bringst mich aber auf eine Idee. Meine Eltern haben an ihrem Haus eine ziemlich große Fläche, relativ hoch oben, da könnte nicht jeder dran. Da haben wir schon teilweise Firmen angefragt, die da große Werbedinger anbringen wollten, was meine Eltern abgelehnt haben. Aber vielleicht bringe ich die mal dazu, dass da mal irgendein geiler Street-Art-Künstler die Ja, das Wand ich finde, das wäre auch eine hervorragende Geburtstagsüberraschung. Ja. Du malst es, da muss ich dich enttäuschen, du malst es nicht über Nacht, da musst du den, glaube ich, wahrscheinlich vorher eine Woche Sylt oder sowas spendieren, dass das dann auch eine Überraschung bleibt, wenn der dann mit seinem Hublift da die ganze Zeit am Haus rum am Malen ist. Aber, nee, es ist sehr beeindruckend, das ist eine Leidenschaft von mir, das mache ich schon sehr, sehr lange und auch meine bessere Hälfte und ich machen das gerne zusammen, also wir sind da beide sehr begeistert, aber ich glaube, so verrückt wie ich ist sie nicht und dieser Roadtrip, den ich gemacht habe, der war ja gar nicht gemeint, jetzt nur in der Hinsicht. Ich wollte eigentlich einfach durch die Gegend fahren, surfen, ein bisschen in Spanien und Städte angucken. Und es entwickelte sich in den Tagen dann dazu, dass ich eigentlich die Städte, die ich angefahren habe, ausschließlich danach ausgewählt habe, ob es da schöne Bilder gibt oder nicht. Wirklich ausschließlich. Also ich war, glaube ich, nur an einem Ort, wo ich wusste, dass da nichts gibt. Das war Omaha Beach, weil da diese Feierlichkeiten waren. Das war auch sehr geil. Die sind völlig verrückt. Die kommen da mit den alten Jeeps und sonst was an und da rennen die alle uniformiert rum, als ob die gerade den D-Day da hatten und ehrlich gesagt, ich war dann auch auf diesem amerikanischen Soldatenfriedhof, da waren auch riesige Gruppen von diesen verkleideten, also jungen Leuten oder jüngeren Leuten, die dann noch diese alten Uniformen hatten, da roch es wie in der Mottenkiste, also man kennt das ja, diesen Geruch, wenn irgendwas seit 40 Jahren im Keller liegt, so roch das da auf diesem Friedhof. Aber es war alles sehr beeindruckend, diese D-Day-Feierlichkeiten. Das war so ungefähr 3 Tage, bevor die ganzen Staatspräsidenten dann da an diesem Donnerstag aufliefen, habe ich direkt am Omaha Beach meinen Bus hingestellt. War ein Tipp von meinem Bruder, dass man einfach am Strand schlafen kann. Hat der Benanza-Bus da gestanden, inmitten von irgendwelchen Kettenfahrzeugen und sonstigen Jeeps und Lastern aus dem Zweiten Weltkrieg. Wirklich geil. Ja. Nee, das ist toll. Also Roadtrippen ist mega. Und wie gesagt, ich habe ja auch immer noch die Hoffnung, dass wir mal, da pennen wir vielleicht nicht alle in dem Bus, aber dass wir vielleicht auch mal einen kleinen Podcast-Roadtrip machen. So 2, 3, 4 Gespräche vereinbaren und die dann einfach anfahren, die Leute. Ne? Das wär schon eine coole Sache. Ja. Sollen wir mal schauen. Also um mal wieder auf unser Thema hier zurückzukommen. Man kann das ja auch, die Road, auch nach dem, die Roadmap sozusagen nach den Medienthemen ein bisschen stricken, die da vielleicht heute uns sehr bunt begegnen. Ich habe das eben schon gesagt, heute machen wir eine Sendung nach dem Motto, alles kann, nichts muss, wie im Swingerclub, das gute alte Motto. Deswegen haben wir kein thematisches Ziel und auch keine Gäste außer uns selber heute im Angebot, aber ganz tolle Stories. Da bin ich mir doch ganz sicher bei euch, dass sich da einiges angesammelt hat. Oder sag mal, du guckst schon so, was hast du denn? Du hast doch immer so diese Nachdenker-Themen auch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur Kracher. Zum einen ist ja mittlerweile bekannt, dass viele Leute mehrere Jobs brauchen, um sich über Wasser zu halten. Aber ich berichte euch über einen Typen, der hat 3 Vollzeitjobs. 3 Vollzeitjobs auf einmal. Dann werde ich euch noch einen schönen Beitrag über Einbürgerung oder Nicht-Einbürgerung, besser gesagt, auf Schweizerisch erzählen. Auch in gewisser Weise kurios.
Ja, und zum Abschluss natürlich wie immer der Quickie. Da geht es diesmal ganz sauber zu, nämlich um Penisprobleme beim Yoga. Ja, das Boah, ist ja auch Penis so ein Klassiker. Ist wahrscheinlich so eins der häufigsten Buzzwords, die bei uns fallen. Naja, okay. Yoga hingegen ist mir jetzt neu. Ja, Yoga ist neu. Nee, letzten Willen, Raja-Yoga. Erinnert euch, unser letzter Gast Stimmt, Thomas, ja. Also wer es sich nochmal anhören will, war eine coole Sendung. Da ging es um Vögel und ums Vögeln. Der hat sehr uns das Raja-Yoga ans Herz gelegt. Penisprobleme haben wir dabei nicht vertieft. Aber es kann ja nochmal kommen. Beef, was hast du denn so für Probleme aufgetan? Ja. Probleme habe ich eigentlich keine. Ich habe zwei eher sommerliche Themen. Ich umschreibe es einmal mit Pool und einmal mit Bubbles. Pool und Bubbles. Könnte Pool auch und Bubbles, genau. Könnte auch irgendwie so ein Techno, so Jam and Spoon, Pool and Bubbles. Ja. Kannst du auch ein Label auch aufmachen. Ja, ja, ja. Okay, mehr willst du nicht verraten. Pool und Bubbles. Ja, ich kann, nee. Ja, also es ist erstmal, ich glaube, es ist erstmal, es sind beides keine langen Geschichten, aber eigentlich ganz nett. Okay. Hoffe ich. Ja, und ich habe einen kleinen Selbstoptimierer-Tipp, 10.000 Schritte am Tag, aber vielleicht tut es auch weniger. Da bringe ich euch wieder die heißen Verbrauchertipps für die Faulen von uns. Und ansonsten berichte ich über das Amazonasgebiet, wo in einigen bisher abgeschiedenen Dörfern jetzt das Internet mitgebracht wurde. Das ist gemein. Okay, wir hätten uns, also für da geben die, wir uns nicht, die Klinke in genau, die Hand. Für die, die es nicht wissen, wir reden vorher nicht darüber, welche Artikel wir hier mitbringen. Und ich habe mein Teaser wie folgt eigentlich aufgebaut. Dass ich die Fragen beantworten will, warum es hier vielleicht demnächst doch wieder weniger KI-Musik gibt in dieser Sendung, die zuletzt von mir zumindest sehr hier reingedrückt wurde und zumindest auch bei mir sich großer Beliebtheit erfreut. Warum man im Bett eine Sache auf jeden Fall ausziehen sollte, bevor man schlafen geht. Und dann hatte ich das so verpackt, mein lieber Prollo, warum das Internet manchmal vielleicht mehr Fluch als Segen ist. Aber machen wir das einfach nachher gemeinsam, die Story. Vielleicht hast du auch einen anderen Artikel. Ich habe zwei dazu gefunden, die trägt auf jeden Fall dafür, dass wir uns beide darüber hermachen. Weil die auch für mich, ich habe es mal versucht, dann auch auf eine etwas höhere Ebene. Was sagt uns das eigentlich? Was lehrt uns das eigentlich, das Ganze? Da können wir nachher noch ein bisschen anteasern. Bevor wir zu unserer ersten Rubrik, die es ja hier seit einiger Zeit gibt, kommen. Unserer ersten Rubrik wollte ich euch nochmal fragen, wie habt ihr denn bisher die EM, wir haben ja hier Fußball-EM im eigenen Land, erlebt? Also ich war ja unterwegs, ich habe mir das Spanien-Spiel in Spanien angeguckt, ein Frankreich-Spiel in Frankreich und ein Spiel der Portugiesen in einem portugiesischen Restaurant in Paris. War alles sehr interessant. Alle haben auch jeweils gewonnen. Nee, stimmt gar nicht. Franzosen haben unentschieden gespielt. Aber wie ist denn euch hier vor Ort gegangen? Habt ihr schon Horden von Schotten irgendwo morgens am Bahnhof erlebt oder irgendwelche frechen Engländer, die sowas hier zu euch sagen? Absolute Shithole. Absolute Shithole, ja, sehr geil. Der Prollo wollte übrigens gerade fragen, welche WM, EM. Was? Das Eisstockschießen. Stimmt, ja, da war ja was. Nee, tatsächlich liefen sogar in Bonn liefen die Schotten rum. Engländer habe ich jetzt keine wahrgenommen. Ja, die kommen ja nicht in so ein Absolute Shithole. Nee. Allenfalls ins Ruhrgebiet. Ja. Also ich bin tatsächlich durch wirklich tausende von Schotten in Köln gekurft mit so einem Elektroroller. Das war echt ganz witzig. Ja, die waren alle, ich sag mal, in einem positiven Sinne betrunken, aber jetzt wirklich in einem Rahmen, wo du denkst, die waren echt entspannt drauf. Also das war wirklich richtig cool, muss ich schon sagen. Also werden ja im Internet ziemlich abgefeiert im Moment, die Schotten. Aber ich wollte gerade sagen, die gehen richtig viral, ne? Die ja, Tartan Army. Die sind aber wirklich locker und das ist wirklich nett und das ist echt so die angenehmste Form, ganz ehrlich. Also das ist wirklich cool. Ja. Und bei dir, sag mal, du bist ja hier vom Fach. Wir haben ja auch schon einen Fußball-Podcast zusammen das ein oder andere Thema durchgearbeitet. Ja, ich bin natürlich auch on fire. Ne? Also die Spiele schaue ich so gut es geht alle. Und ich bin einfach auch begeistert davon, wie in den Stadien abgefeiert wird. Es ist
Wir haben jetzt gerade Katar hinter uns, diese komische WM. Und ich meine, man muss sagen, da waren tatsächlich vor allem viele Argentinier, die haben da doch auch ordentlich abgefeiert. Aber ansonsten fand ich es stimmungsmäßig und fanlagermäßig ziemlich mau dort. Und wenn ich jetzt hier sehe, was hier in den Stadien abgeht und vor allen Dingen, was ich richtig geil finde, es etabliert sich auf dieser EM richtig geil eine Bierdusche nach den Toren. Das ist so geil, wie wirklich nach den Toren, egal eigentlich für wen, in den entsprechenden Blöcken, da siehst du, da denkst du, da haben sie die Schleusen aufgedreht, da gehen irgendwelche Duschen an. Die Biersponsoren wird es freuen wahrscheinlich. Die wird es freuen, ja, ja. Als die Serben da mit der letzten Minute das 1-1 gemacht haben gegen Slowenien oder was das war, boah, was da abging, das ist wirklich geil. Das ist richtig, richtig Fußball, richtig mit geiler Atmosphäre, geiler Stimmung und nicht so ein Quatsch wie in Katar. Ja, und wir haben es ja eigentlich eben schon kurz angerissen. Die Schotten, die sorgen allerorts für positive Schlagzeilen. Die Engländer mit ihrem Gelsenkirchen ist ein Shithole. Vielleicht, ja, negativ ist es ja auch nicht, hat ja nicht Unrecht, der Typ. Aber es gibt eben auch dort Good News und Bad News, und das ist für uns die Überleitung zu unserer neuen heißen Rubrik, die wir letztes Mal etabliert haben. Good News, Bad News. I got good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Shit, genau. Und wir fangen heute mit den guten Nachrichten an, um diese schöne EM-Stimmung nicht kaputt zu machen. Sag mal, du hast da was mitgebracht. Ja, genau. Und zwar, ich knüpfe direkt an, was ihr schon ein Stück weit gesagt habt, auch der Beef. Und zwar geht es um die Schotten. Und es geht mir darum, dass, wir werden ja immer mehr ein Volk, was sich selbst komplett runterredet, auseinandernimmt, negativ. Alles Negative wird aufs Schild gehoben. Positiv gibt es eigentlich nichts mehr. Wir sind eigentlich, im Prinzip sind wir schon ein Entwicklungsland, haben es nur noch nicht gemerkt. Und dann kommen jetzt hier die Schotten um die Ecke und machen, wie der Beef auch erzählt hat, geile Stimmung. Und nicht nur, dass die von uns positiv wahrgenommen werden. Ja, also wir finden es halt cool, wie die feiern. Und die haben teilweise irgendwie da, wo sie Party gemacht haben, nachher mit aufgeräumt. Solche Storys gibt's. Die Leute in Köln haben denen das Bier aus dem Fenster runtergereicht. Es wurde richtig geil abgefeiert. Und also wir haben die positiv wahrgenommen, aber jetzt merkt man halt auch, dass da richtig was zurückkommt, dass die Schotten auch uns positiv wahrgenommen haben. Und bei dieser ganzen Negativität, die wir immer hier so pflegen in Deutschland, hört man da wirklich richtig fettes Dankeschön, bester Gastgeber ever. Und da habe ich halt auch was gefunden in der Welt online, was ich richtig geil finde. Ihr könnt es dann komplett in den Shownotes natürlich nachlesen. Jetzt nur beispielhaft hier eine kurze Aussage. Da hat ein Schotte einen Gastbeitrag eben gebracht bei Welt Online und erzählt dann, wie er ankommt in Oberhausen. Und Oberhausen ist ja nicht jetzt gerade die schönste Stadt, so ähnlich wie Gelsenkirchen. Wie war das noch? Schittau? Genau. Und er sagte, er hätte es blind gebucht. Und manchmal hätte er sich auch gewünscht, er wäre blind, weil Oberhausen wirklich nicht schön war. Aber er hat dann sofort geschrieben, und das lag überhaupt nicht an den Menschen, sondern nur an der Architektur, weil ganz im Gegenteil, die Menschen waren Weltklasse. Und das schreibt er so, das ist so der rote Faden durch diesen Gastbeitrag zu den Oberhausen. Dann sagt er auch noch eine Liebesbotschaft, ich liebe euch und so. Egal, aber die Botschaft ist einfach, wir waren richtig gerne bei euch. Ihr seid richtig geile Gastgeber, danke. Und das geht, finde ich, runter wie Öl in einer Zeit, wo echt hier in Deutschland nur alles mies gemacht wird. Ja. Ja, es gab ja auch tatsächlich, war das nicht auch eine Reaktion auf diesen Artikel in der New York Times? Da gab es auch so einen Typ, der Deutschland eben auch so ein bisschen, oder die Organisation der EM, die verspäteten Züge, die, was weiß ich, Staus und so weiter, alles so runtergeschrieben hat. Das habe ich nämlich gelesen.
Und dann habe ich gedacht, ja. So, ja, super. Also ich meine, klar, da wirst du immer irgendwo was finden. Ja, ja. Und es ist halt mit Sicherheit auch nicht falsch. Also dass die Züge, das thematisieren wir hier ja jede zweite Sendung, dass die sozusagen... Ja, die Infrastruktur wird halt vor allem kritisiert, ne? Deutsche Bahn und so weiter. Das stimmt ja auch, aber es ist auch... Also ganz ehrlich, ich gehe, seit ich 10 bin, zum Fußball und wenn 50.000 oder damals 60.000 nach Köln-Müngersdorf sind, da waren die Straßenbahnen immer schon voll und es war auch schon immer heiß. Und ich weiß nicht, der Typ von der New York Times, ob der irgendwie auch mal bei einem Fußballspiel war, hier in der Bundesliga, 80.000 Borussia Dortmund guckst, da ist bestimmt auch irgendwo eine Schlange, wo man mal anstehen muss. Also... ja, also die Infrastruktur ist am Arsch, ja. Bei dieser Gelegenheit schönen Gruß an die CSU-Verkehrsminister der vergangenen Jahre. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Ja. Ja, das war ein schöner Beitrag, der dann vielleicht auch so die etwas auch selbst verstümmelte Seele der Deutschen als EM-Gastgeber wieder ein bisschen aufwertet. Ich meine, wir waren ja nach landläufiger Meinung auch überraschend gute WM-Gastgeber 2006. Vor allem ein Feiervolk, was keiner so erwartet hätte, dass die Deutschen 2006 so hätten feiern können. Und es wäre schön, wenn das jetzt auch so einen positiven Eindruck, zumindest auch von den Menschen, ne? Das ist ja das, was zählt. Klar, gibt es hier vielleicht Kack-Infrastruktur und dies und das gibt es aber überall. Aber wenn die Menschen das so ein bisschen aufwerten und die Bilder, die man da in den sozialen Medien teilweise sieht, eben auch so eine Völkerverständigung da stattfindet, dann ist das eigentlich genau das, was so ein Großevent leisten soll, gerade ein europäisches. Prollo, du als Hardcore-Fußballfan, ja. Da geht dir doch ein Herz auf, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Wüste und weniger... nee, schon gut. Alles gut. Nee, ich bin von den Kindern angesprochen worden. Das ist ja, über den Schulhof kriegt man ja nicht nur Schimpfwörter, sondern auch das Weltgeschehen mit. Man wolle jetzt Fußball gucken. Und ja. Dann haben wir das natürlich auch gemacht. Sehr gut. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe nicht wahnsinnig viel mitbekommen, von der Stimmung schon gar nicht, zumal ich mir dann diese Spiele, wenn es dann irgendwo ging, in irgendwelchen Kneipen angucken musste, wo das mehr so beiläufig lief und auch, also so vergleichbar mit dem, was ihr da berichtet, mit Massenaufläufen oder Public Viewing, das gab es zumindest da, wo ich war, noch nicht. Vielleicht ist das dann in Spanien, Frankreich, wenn die weiterkommen. Vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht gefunden, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war. Was ich allerdings morgens beim Blättern im Internet, beim Aufwachen, auf dem Campingplatz wacht man leider immer sehr früh auf, weil es immer irgendeinen Arsch gibt, der Frühaufsteher ist und die Sonne scheint dann auch durch einen Benanza-Bus, der nicht als Camper konzipiert ist, sehr knallhart durch. Also scroll ich durchs Internet und habe eine Geschichte gefunden, die ich dann direkt selber mal vertont habe, weil sie mich unglaublich geärgert hat und aufgeregt hat. Und ich spiele das jetzt mal hier ein. Ja, moin zusammen. Ich bin ja jetzt hier seit 10 Tagen mit unserem Benanza-Bus auf Tour und bekomme gar nicht so viel von der Welt mit und stelle fest, heute Morgen, wo ich ein bisschen mal hier rumsurfe in den News, das ist auch gut so, weil die Welt ist noch genauso scheiße wie vor 10 Tagen. Zum Teil auch natürlich schön. Aber wenn ich da lese in der Zeitung online, dass in Berlin jemand ein 21 Monate altes Baby aus dem 3. Stock geworfen hat, in einem Katzenkorb eingesperrt, dann greifst du dir nur noch am Kopf über den Zustand unserer Gesellschaft. Und das einzig Gute an der Nachricht ist, dass dieses kleine Wesen überlebt hat. Aber was sich da für Schicksale teilweise in solchen Nachrichten zeigen, das hat ja mit Sicherheit auch eine Vorgeschichte, das lässt mich einfach nur erschaudern. Und finde ich für mich persönlich den absoluten Kotzpunkt, den ich immer zum Besten geben wollte. Ja, das habe ich vor 2 Wochen ungefähr aufgenommen auf meiner Tour, weil ich, wie gesagt, ich kriege dann immer in meinem Feed Good News und Bad News und das gehörte zu den Bad News und klar, ist jetzt auch wahrscheinlich nichts, was nie passiert ist, dass Kinder irgendwo zu Schaden kommen, aber trotzdem, wenn man sich mal in so einer gewissen Situation da hineinversetzt und sagt,
auf was für ein, ist auch irgendwie morgens passiert, also auf was für ein Trichter muss man kommen, sein Kind aus dem Fenster zu schmeißen, das ist das eine, da könnte ich mir noch vorstellen, ja, der schreit halt und du bist völlig überfordert oder so und dann passiert sowas. Vielleicht, ne? Also wir haben alle Kinder, wir haben bestimmt auch schon gedacht, würde ich gehen an die Wand klatschen, aber im Katzenkorb, also da musst du dir mal vorstellen, da muss ja was passiert sein, das ist ein nicht mal 2 Jahre altes Kind, das hat wahrscheinlich irgendwie rumgejault, dann hat das, wurde das in Katzenkorb gesperrt und dann hat es wahrscheinlich erst recht nicht auf und dann hat jemand diesen Katzenkorb aus dem 3. Stock geschmissen. Also was geht denn da vor? Frage ich mich. Also ich weiß nicht, ob ihr schon so abgestumpft seid, dass ihr bei solchen Nachrichten sagt, naja, Pech gehabt, oder aber ich kann da nur kotzen. Ach, ich bin da ganz bei dir. Ich habe da auch einen Artikel zu gelesen und ich meine, da hätte dann auch drin gestanden, dass, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Männlein oder Weiblein war, also der oder die Täter oder Täterin, er war wohl psychisch krank. Jetzt keine Ahnung, ob das dann irgendwie der oder die dann auf einem üblen Trip war oder sonst irgendwas, keine Ahnung, aber ja, das sind so Nachrichten, die braucht kein Mensch. Das, ja, wie gesagt, hat überlebt, ne? Aber jetzt natürlich trotzdem schwer verletzt. Also das ist Und das ist wahrscheinlich auch im Unterbewusstsein, also weiß ich nicht, da ist ja, also mit solchen Eltern, da sind ja dann gleich die nächsten Problemfälle. Ja, ja. Obwohl die Kinder nichts dafür können, sozusagen. Ja, ich finde. Ja. Ich denke auch, ohne psychische Krankheit oder Erkrankung, ich bin vielleicht auch naiv, weiß ich nicht, aber ist sowas auch unvorstellbar. Ich meine, du sagtest eben, jeder, der Kinder hat auch mal so die Situation erlebt, dass er vielleicht ein Kind irgendwie gegen die Wand klatschen möchte. Aber das denkst du halt nur. Ja? Das denkst du halt nur, du machst es nicht. Dieser Schritt, ne, aus so einer Situation, wo man vielleicht irgendwie total übernächtigt und einfach völlig fertig ist und das, vielleicht hast du ein Schreikind, vielleicht hast du das Pech, das, klar, da gehen die Nerven wirklich ans Äußerste, aber du würdest es eben nicht tun. Und dieser Schritt zur Realisierung, also ich hoffe, dass sowas wirklich ausschließlich einhergeht mit so einer mentalen Erkrankung, psychischen Erkrankung. Ja. Sonst wäre es echt noch wahrscheinlich schlimmer. Ja, aber auch letztendlich, das ist halt wieder so der, ich sag mal, der klassische Einzelfall. Ja, ich glaube aber auch, dass, also ob die Welt jetzt täglich schlechter wird, das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Perspektive. Aber du kriegst halt auf jeden Fall vieles mit. Ja, selbst im Campingurlaub, was hatte, ne, seinerzeit war Campingurlaub halt, musst du irgendwie noch eine Stunde Satellitenantenne wahrscheinlich einstellen, um überhaupt was mitzukriegen auf dem Campingdach. Und das schlägt ja auch aufs Gemüt. Ja, also ich würde mal behaupten, ganz vorsichtig, dass so die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer irgendwo austickt, einfach schon dadurch größer wird. Ja, und das ist dann sozusagen letztendlich das Ende der Fahnenstange. Das war ja tatsächlich schön, dass du das sagst, Prollo, weil das, also ich bin kein großer Camper, aber ich bin mit meinen Eltern früher schon auch mal campen gewesen und vor allem sind wir regelmäßig als Familie in den Urlaub gefahren, in Zeiten, wo es eben noch kein Internet gab und auch in unserem Fall kein Satellitenfernsehen. Und dann war das ja immer so dieses Sommerloch, was man selber hatte, nachrichtentechnisch. Ne? Du hast dann irgendwie 3 Wochen irgendwo am Strand abgehangen oder in den Bergen und kommst dann das erste Mal an irgendeinen Kiosk, wo es eine deutsche Bildzeitung gibt. Und da siehst du direkt diese Riesenbilds, diese Riesenschlagzeile, was weiß ich, Helmut Kohl wurde vergewaltigt oder so. Und denkst du, was ist da passiert? Was geht denn da ab in Deutschland? So, ne? Und immer so diese Nachrichten, die dich völlig so unvermittelt treffen, weil du diese ganze Entwicklung halt wochenlang gar nicht mitgekriegt hast und dann auf einmal so ganz begierig darauf bist, zu erfahren, was denn da gerade passiert. Das ist natürlich in Zeiten des Internets total vorbei. Und dann gibt es auch inzwischen, oder vielleicht gab es ja auch immer schon, tatsächlich auf den Campingplätzen diese Typen, die bauen dann ihr Wohnmobil auf und das Erste, was die machen, sobald das einigermaßen gerade steht, ist die Satellitenschüssel ausfahren. Da habe ich mich auch mit einem drüber unterhalten. Wer will das denn? Wer fährt denn irgendwie nach Südspanien, um dann deutsches Satellitenfernsehen zu gucken? Also ich will das nicht. Ich fahre ja aus einem bestimmten Grund in anderen Kulturkreisen nicht, damit ich mir die ARD oder RTL dann reinziehen kann. Abgesehen davon könnte ich es auch übers Internet. Aber naja, schöne neue Welt. Wie sieht's aus? Das war jetzt hier Good News, Bad News.
gibt ja noch mehr News. Heute ist eh alles bunt. Ich habe jetzt schon seit über einer Stunde nicht mehr in die sozialen Medien geguckt und frage mich, was denn da so los ist heute. In den sozialen Medien? Wieso? Ja, weiß nicht. Vielleicht, es gibt immer mehr Leute, machen ja in Europa Urlaub. Und du bist so geil. Wir machen hier eine Vorbesprechung. Wie viel von den Tumor-Dingern hast du? Zu. Du hörst einfach nicht zu, oder was? Nee, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, tatsächlich. Sonst schreibe ich mir immer alles auf. Aber heute habe ich keinen Zettel dabei. Guck, nichts. Also ich würde einfach sagen, wir blitzdingsen jetzt unsere Zuhörer und lösen später auf, was das jetzt hier sollte. Und reden noch nicht über die Urlauber, die vielleicht sich über die Geflogenheiten in Europa echauffieren. Ich entschuldige mich für diesen Beitrag. Nein, wunderbar, alles gut. Also, ich würde mal, ich kann ja mal was machen, das bezieht sich eher auf die USA. Dann sind wir mal aus Europa weg und dann können wir mal elegant hier ablenken. Unter dem Begriff Chief Pool Officer, könnt ihr euch da was vorstellen drunter? Chefbademeister. Ja, sehr ja. Schön, genau. Nee, ist es nicht. Es ist kein Bademeister. Es ist gibt ja eh schon sehr geile Begriffe quasi. Also gerade im Englischen gibt es ja manchmal Begriffe oder Titel. Jobbezeichnungen, Titel. Titel nicht, also eher Jobbezeichnungen, die nach deutlich mehr klingen, als sie letzten Endes sind. Ja, aber auch Titel teilweise. Also da ist ja in so einer Firma, in so einer Private Company, ist ja jeder zweite Vice President. Das hab ich auch mal gelernt, dass das eigentlich gar nichts bedeutet. Ich dachte, wow, das ist Vice President. Aber die haben irgendwie 500 Vice Presidents. Ja, also hier haben sie zwei schöne Beispiele. Also das eine ist wahrscheinlich relativ bekannt. Das ist der Area Supply Manager. Das ist einfach nur ein Logistiker. Dann ist der Klassiker Facility Manager, das ist der Hausmeister. Das irgendwie klingt im Deutsch deutlich profaner. Und sie haben hier noch den Vision Clearance Engineer. Also Vision Clearance Engine. Lass uns mal überlegen, was das sein könnte. Vision Clearance. Der Gucker, Typ auf diesem Ausguck im Piratenschiff. Oben. Ja, ist schön. Also direkt übersetzt ist es hier auch, die haben geschrieben, Sichtfreigabeingenieur. Es ist der Fensterputzer. Also es klingt spektakulär. Das ist echt scharf, weil Engineering ist ja schon so richtig so Ingenieur. Du denkst ja, ja an genau. Ingenieur. Also ist ein Fensterputzer, das ist sehr geil. Und, Vision Clearance Engineer, das okay, ist jetzt, geil. Na, dann haben wir hier jetzt den CPO, nicht den CEO, sondern den CPO, das ist der Chief Pools Officer. Und das ist der leitende Schwimmbeckenbeauftragte. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie einer, der den Chlorgehalt in irgendwelchen Hallenbädern testet. Ja, oder das P. Ich habe gerade bei, ja, genau. bei CPO habe ich auch an Pipi gedacht. Das ist ja auch Englisch ja. Pi. Pi. Das also macht da ja dann tatsächlich den Chlorgehalt. Dann messen und hochstellen. Genau. Hier ist aber tatsächlich eine Spur geiler. Und zwar die kalifornische Firma Swimply oder Swimply, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Auf deren Plattform kann man nach Airbnb-Vorbild stundenweise private Pools mieten. Und der bietet dann eben interessierten Pool-Lovers $50,000, mit denen sie von Juli bis September durch alle US-Staaten reisen, so viele Pools wie möglich mieten und das alles möglichst vorteilhaft auf sozialen Medien dokumentieren sollen. Und da sollen dann auch Poolpartys organisiert werden, Bestenlisten der attraktivsten Pools etc. Also das ist quasi Pools dieser Firma quasi nach vorne bringen. Also eben ja, so ein Poolfluencer. Der Poolfluencer, ja, ja, sehr schön. Genau, finde ich sehr geil. Dann gibt es zusätzlich nochmal $50,000, wenn man werden dann nochmal in Form von Leistungsprämien ausgelobt, je nachdem, wie viele Pools man letzten Endes besucht. Das ist also irgendwie schon ganz witzig irgendwie. Ne? Also den Job kann man da auch richtig, da kann man sich drum bewerben, den kann man auch machen. Das ist so der... Ist denn Voraussetzung, eine Poolfigur zu haben oder kann man da auch irgendwie besonders arschbombenmäßig
Also es geht, glaube ich, weniger darum, dass man sich selbst dann irgendwie darstellt, okay, sondern dass man eben diesen Pool dann darstellt oder eben auch die Nutzung des Pools, siehe Poolparty oder was auch immer. Mhm, und dass dann eben da ordentlichen Online-Content irgendwie erstellt, der dann quasi zur Bewerbung der Firma beziehungsweise der Angebote der Firma dann entsprechend unterstützt und damit dann einfach Geld verdient. Das ist echt ziemlich geil. Und der Typ, also der das anbietet, ist dieser Pool? Das ist diese Swimply, also diese Plattform, diese kalifornische Firma. Die und ist dann quasi, der Job, den man dann für 50.000 macht, ist, sag nochmal, wie der Titel heißt, bitte. Das ist der Chief Pools Officer, also der CPO, genau. Und der muss einfach im Prinzip alle möglichen Schwimmbecken und Pools, private Pools, die dann da zur Vermietung stehen, quasi möglichst vorteilhaft fotografieren und dann auch ins Netz stellen. Oh, geil. Finde ich eigentlich einen sehr geilen Job. Ein cooler Job. Hat was. Und wie gesagt, aber hier ist es ja nicht nur ein cooler Titel, sondern tatsächlich auch der Job eigentlich ganz witzig. Ja, Pollo, hast du da in deinem Hotel eigentlich auch einen Pool? Kannst du ja schon mal Bewerbungsfotos schießen. Hier gibt es nichts. Hier gibt es nur so sonderbare Seminargruppen, auf denen ich auf keinen Fall einen Pool teilen möchte. Wenn ja, versammel die doch mal vor deiner Badewanne und dann vergibst du das als Poolparty aus. Auch schön. Oje, genau. Oje. Du kannst aber, wie gesagt, kannst du mal durchs Fenster gucken? Also war denn der Vision Clearance Engineer schon da? Oder? Ja, der Bird Shitting Instructor, der hat auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Well done. Ja, also wie gesagt, sehr schön. Das fand ich eine ganz nette Story, so auch zum Sommer. Sehr gut. Ja, ich könnt mal direkt anschließen, habe jetzt keine geile Überleitung, aber zu den 3 Vollzeitjobs, die ich angeteasert habe. Und zwar, wie gesagt, jeder weiß ja, ne, man braucht mehrere Jobs heutzutage teilweise, um sich über Wasser halten zu können. Und Homeoffice hat jetzt aber eine ganz neue Möglichkeiten geschaffen, nämlich mehrere Vollzeitjobs gleichzeitig zu haben. Man muss ja nicht mehr zwingend anwesend sein, je nachdem, was für einen Job man macht zumindest. So, und da habe ich jetzt hier eine Story gefunden von jemandem in den USA, der hatte im Homeoffice 3 Vollzeitjobs gleichzeitig. Der ist Netztechniker und brauchte wegen einer Hypothek, die er abzuzahlen hat, ordentlich Kohle und hat dann im Jahr 2023 344.000 US-Dollar verdient mit 3 Jobs. Und finde ich schon so ziemlich krass. Und er war aber irgendwann, also das hat er seit 2020 wohl gemacht. Und da ging ja das mit dem Homeoffice auch so los. Und er hat dann irgendwann im Laufe des, so Ende 23 hat er dann erst eine Kündigung, dann noch eine gekriegt und er war wahnsinnig erleichtert, weil er irgendwie, so sagt er, zumindest kurz vor einem Burnout war. Aber was sagt er dazu? Ist doch verrückt, 3 Vollzeitjobs auf einmal zu haben. Nicht schlecht. Also weswegen ist er denn gekündigt worden? Wegen zu geringer Performance oder? Nee, damit hat es nichts zu tun. Das sind einfach nur, in den USA ist halt schneller mal so ein Arbeitsverhältnis zu Ende. Mhm. Das waren jetzt also hat auch noch gute Arbeit geleistet, kann man sagen. Hat auch noch normal performt, ist jetzt nicht wegen irgendwelchen Performance-Schwächen gekündigt worden, sondern aus anderen Gründen. Jedenfalls, das hat er natürlich auch geheim gehalten. Das muss man auch noch dazu sagen, das ist, hat hier in dem Artikel auch seinen Namen, wird auch nicht genannt. Es ist wohl so nicht ohne weiteres zulässig. Also vor allen Dingen auch vielleicht zwischen den Arbeitgebern, also dass das arbeitsvertraglich nicht zulässig ist. Mhm. Ja, aber krass, oder? Ja, erstaunlich. Hat er denn irgendwie KI genutzt dafür oder tatsächlich überall einfach so einen guten Eindruck hinterlassen, dass alle dachten, er macht einen Vollzeitjob, weil sonst hätte er ja, wenn er überall 8 Stunden macht, kann er ja gar nicht mehr schlafen. Er muss das ja clever hat aussehen lassen. Ja, das hat er sicherlich, aber wenn du, sag ich mal, die Arbeit, das ist ja das Schöne, wenn du so einen, sag ich mal, Computerjob hast, wenn du die Arbeit, die dir die 3 Arbeitgeber geben, in denen
das sind dann sicher nicht 8 Stunden, sondern vielleicht 12 oder 14. Wenn du die dann schaffst, dann fragt ja keiner, was los ist. Ja, genau, das meinte ich. Also das. Tja. Warum hat er das gemacht? Wegen Geld? Genau, er war jung und brauchte das Geld. Der hat eine Hypothek, eine fette abzuzahlen, braucht das Geld dringend und deswegen hat er diese 3 Jobs angenommen und war aber dann nach den fast 3 Jahren, also 2020, ich weiß nicht, wann das 2020 begonnen hat, jedenfalls 2 bis 3 Jahren, war er so durch, dass er sich über die Kündigung sogar gefreut hat. Auch wenn die Freunde, selbst im Freundeskreis hat das verheimlicht, dann teilweise ihm angeboten haben, wenn du was brauchst, wir helfen dir und so weiter, weil sie nicht wussten, dass er immer noch einen Job hat, der ihm 150.000 Jahresgehalt sicherte. Das wäre für manche schon viel. Ja. Ja, absolut. Ja, also die Version, die ich kenne, das kommt ja auch ab und an mal raus. Ich weiß gar nicht, ob das noch so in Mode ist, ist halt sich in irgendeinem Niedriglohnland mit IT-kompetenten Leuten irgendwelche Leute zu halten und die dann die eigene Arbeit machen zu lassen. Ja, das ist natürlich auch, ne, warum andere beschäftigen, wenn man es gleich selbst machen kann, so 3 Jobs. Ja, das stimmt. Oder, Prollo, und jetzt kommst du ins Spiel, oder wenn man halt das alles selber macht, was braucht man dann ganz, 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 ganz viel? Was? Um wach zu bleiben, du Nase. Was braucht man dann ganz, 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 ganz viel? Schwarzen. Dunklen, schwarzen, richtig heißen, leckeren Kaffee. Am besten schon morgens um 6.45 Uhr. So I'm in Europe right now for the first time, and the absolute cultural electrification that I just received is... So it's 6:45, okay? I get up. First thing I do when I wake up is I go get a cup of coffee. So I mosey on down to the lobby and go to their little coffee shop. It's closed. So I'm like, kind of weird. Go up to the front desk. Hey, is the barista running late? She looks at me really weird and she goes, no. And I was like, it's 6:45. She's like, yeah, he's probably still sleeping. I was like, is he sick? And she looked really confused. She's like, no, he's not sick. And I look really confused and I'm like, ooh. And I don't think she meant to do this, but like she kind of rolled her eyes a little bit and she goes, coffee's not open until 9. Coffee's not open until 9? So I was like, this is so weird. So I was like, okay, I guess I'll just like go into town then and grab some coffee. And she just laughs. She's like, good luck. You're not gonna find anything. What? Coffee's not open till 9 anywhere. So I've been on a caffeine deficiency for the last 3 hours. Ja, also die Dame, das ist unser Social Media Roast, ist keine Kaffeemarke, by the way, auch wenn es geroastet ist, des Tages sozusagen. Und das wollte der Prollo unbedingt loswerden. Also Prollo, erzähl doch mal, was die Dame da so umtreibt. Und dann sag ich mal, was ich davon halte. Also sie hat relativ lange gebraucht, um mitzuteilen, dass sie frühmorgens noch keinen Kaffee erhalten hat. Und ich bin vor allem erstaunt, dass als Ortsangabe ihres Urlaubs Europa ist ja relativ präzise Angabe. Ja, ich frage mich allerdings schon, in welchem Dorf sie da möglicherweise irgendwo gelandet ist. Aber das ist natürlich auch wieder so dieses Entitlement, ja. Ich musste jetzt 3 Stunden auf meinen Kaffee warten und ich falle schon vom Fleisch oder vom Koffein ab. Ja, also soll sie ausschlafen. Ihr müsst euch das natürlich als Video angucken. Das ist ja eine junge, blonde Frau, offensichtlich aus den Vereinigten Staaten, wo der fucking Starbucks schon morgens um 6 aufmacht und wahrscheinlich auch Arbeitsrecht nicht so wahnsinnig hochgehalten wird. Und das eine ist, dass sie, das ist genau das, sie erwarten eben, anstatt sich vielleicht zu sagen, und das ist ja lustig oder so, das ist auch etwas, was mich am Internet ankotzt, ist, dass sie, dass das sozusagen erwartet wird, das muss so sein wie bei mir und das, dann kann man darüber herziehen. Deswegen ziehen wir jetzt über dich her, hier in dieser sehr quotenstarken Sendung. Und das andere ist, ehrlich gesagt, was mich an der Alten ankotzt, ist allein schon die Art und Weise, wie die spricht. Es gibt eine sehr geile Sendung, eine Serie,
wo der sich auch darüber lustig macht, dass die jungen Amerikaner jetzt immer so komisch, das ist eine bestimmte Art und Weise zu sprechen. Und das hat die auch drauf. Und das ist wirklich, weiß ich nicht, das ist so dieses privilegierte, ich bin es gewohnt, 6.45 Uhr, ist the barista still asleep, is he fall, is he running late? Und so, das ist so, also ich kannte das nicht, der Prollo, glaube ich, du, wer hat es ausgegraben? Ich weiß nicht, als Social Media Rose. Ich hatte es ausgegraben. Ja. Also diese Empörungskultur, die du da ansprichst, ist zum Kotzen, das stimmt. Und dann ist die Tante, also macht hier auf der einen Seite einen so auf so irgendwie besonders zivilisiert, kulturell beflissen, weil sie irgendwie besondere Ansprüche hat. Ja, weil sie das Wort Barista kennt. Ja, aber auf der anderen Seite. Für sie wahrscheinlich ein spanisches Wort. Ist Europa für sie irgendwie auch, ist Europa offensichtlich für sie ein Land, und sie hat es, ist jetzt an irgendeinem Ort X in Europa und meint, dass es jetzt in ganz Europa erst ab 9 Uhr morgens einen Kaffee gibt, ja. Also gibt, weiß Gott, möglicherweise sogar in kleinen Städten und Dörfern genügend Bäcker, wo du auch morgens um 7 deinen Kaffee kriegst. Also deine Aussage ist doch, ich war in Europa. Ja, und die zweite Kernaussage für uns jetzt, für unsere neue Rubrik Social Media Roast ist, wir sollten eine Kaffeebohnenmarke namens Social Media Roast rausbringen. Und zum Zweiten wäre ein Insta-Kaffee. Jawohl, wir bringen einen Insta-Kaffee namens Social Media. Also haben wir schon zwei Sachen. Hervorragend. Ja. Das dürfen wir jetzt aber nicht senden, sonst ist die Idee geklaut. Das ist so gut. Oh Gott, das ist so gut. Ich werde umgehend billig Kaffee aufkaufen und den eintüten. Und dann verkaufen wir den für 10 ja. Euro. Des, ja, geil. Gerne, läuft bei uns. Aber wie du sagtest, diese Kultur sich über die sozialen Medien verbreitet, über irgendwas, über ein Eichhörnchen, hatten wir letztes Mal, dass das Eichhorn, was da evil durchs Fenster guckt, oder eben über die Kaffeekultur in Europa, dem Land Europa, dem Rückständigen aufzuregen. Und dann dafür halt auch, und das ist das, was mich ankotzt, immer eine Zielgruppe zu finden. Das ist, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, weiß nicht, ob es einer weiß, aber das wird ja kein selten geklicktes Video sein, wenn das beim Sommer irgendwie ankommt, bei aller Liebe oder auch bei uns, ja. Dann wird das ja, wir sind ja jetzt nicht sozusagen in so einer Bubble, die es jetzt genau auf diesen Content anlegt und es kommt bei uns an. Also wird die Alte damit auch Erfolg haben, und das nervt mich am meisten an diesem ganzen Scheiß. Empör dich und ich höre dich. So, das könnte es sein. Schön gesagt, ja, schön gesagt. Also machen wir das doch einfach nochmal. Coffee's not open until 9? Ja. Also, blöde Kuh. Geh heulen. Und kauf dir einfach den Social Media Roast, das Insta-Kaffee, den kannst du dir jederzeit im Hotelzimmer aufbrühen. So, Problem gelöst. Also weiter im Kontext. Jetzt haben wir auch die zweite Rubrik, den Social Media Roast, abgehandelt, den der Prollo unbedingt haben wollte. Genau, vielleicht mal ein kleiner Verbrauchertipp noch an der Stelle, wenn es mal wieder länger zum Kaffeeautomaten dauert. Das geflügelte Wort, wenn man so will, heißt ja hier 10.000 Schritte am Tag, ist gut für die Gesundheit. Und dank einer Metastudie oder Meta-Analyse kann ich euch jetzt beruhigen, ihr müsst nicht jeden Tag 10.000 Schritte schaffen. Es reichen 4.000 Schritte völlig aus. Die Forscher, die das herausgefunden haben, das wurde auch bereits publiziert im European Journal of Preventive Cardiology, haben nämlich mal geguckt per Meta-Analyse ab 2.300 Schritte. Drunter solltest du nicht sein, dann geht es echt krass bergab, gerade auch so bei Herz-Kreislauf-Geschichten. Und pro 1.000 Schritte dazu verringert sich euer Risiko, vorzeitig an irgendwas zu sterben. Hier steht, an einer beliebigen Ursache zu sterben, um 15%. Das heißt, mehr Schritte, also vielleicht jetzt nicht über die Autobahn, dann geht das wahrscheinlich, ist es wieder rückläufig insgesamt. Aber wenn ihr die 10.000 erreicht, umso besser, aber macht euch da keinen Stress. Stress ist ja auch nicht gut fürs Herz. Nee. So.
wieder eine Viertelstunde gespart für Daddeln oder Social Media. Finde ich super. Dann machen wir doch mit den Verbrauchertipps gleich weiter. Und ich frage euch einfach mal, was sollte man im Bett, da ist es ja immer ratsam, bestimmte Dinge auszuziehen, aber was sollte man auf jeden Fall ausziehen, bevor man ins Bett geht? Könnt ihr euch das vorstellen? Oder nicht anlassen, anders gesagt. Das Fischkostüm von Karneval. Das vielleicht auch? Ja. Vielleicht auch. Die Socken. Die Socken. Der Sommer, der hat es genau erfasst, die Socken. Weißt du auch warum? Das ist tierisch unsexy. Nicht nur das. Nicht nur das. Tatsächlich, also den Artikel, den ich hier habe, das ist Fokus. In dem Fall Fokus Online. Ah, ganz seriöses Magazin. Seriös, die Zitier- also Wissenschaftsmagazin. Wenn du vom Fokus die Anlagetipps durch hast, dann kannst du dir auch gar keine Socken mehr leisten. Das ist, das ist die Science aus München. Die zitieren auch eine total seriöse Studie des Matratzenhändlers Mattress Next Day. Ich kenne sie nicht, Mattress Next Day, aber Mattress Next Day hat eine Studie in Auftrag gegeben, um wahrscheinlich bei so printwilligen Medien wie Fokus irgendwie genannt zu werden und dann natürlich in unserem quotenstarken Podcast zu landen, das Tragen von Socken im Bett ist unhygienisch und kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Die haben nämlich Socken analysiert, die Leute von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends getragen haben. Und dann, und die Leute mag es geben, also ich ziehe am liebsten alles aus im Bett, vielleicht so viel sei verraten, aber Socken garantiert auf jeden Fall. Aber es gibt Leute, die das natürlich nicht mögen, weil sie kalte Füße haben oder so. Wenn sie dann aber die getragenen Socken machen, dann findet sich da häufig das Bakterium Pseudomonas aeruginosa. Also das ist Das hört sich an wie ein Zauberspruch von Harry Potter. Ja, das sorgt dafür, dass du irgendwie die Kacke am Hals hast. Also kann machen, dass die Luft stinkt. Ja, vielleicht auch das. Das ist, diese Bakterien gibt es eben häufig im Schabenkot. Und den sammelst du dir dann in die Socken und bringst das dann in dein Bett und dann sorgt das dafür, wenn das in deinem Bett ist und du vielleicht auch ein geschwächtes Immunsystem hast, dass du Hautausschläge, Harnwegs-, Atemwegserkrankung kriegst oder sogar eine Lungenentzündung. Jetzt kommt ein Vergleich, also spätestens dann werdet ihr überzeugt sein. Die haben dann den Abstrich der Socken verglichen mit dem Abstrich einer Fernbedienung. Ich weiß nicht, warum die Fernbedienung hier herangezogen wird. Ich hätte ja eine Klobrille genommen oder so. Das ist so wie in unserer ersten Folge, Hipsterbart versus Klobrille. Nein, sie haben es mit einer Fernbedienung verglichen und haben festgestellt, es ist noch verschmutzter als eine Fernbedienung. Auf welcher sich nach zahlreichen von Mattress Next Day vielleicht auch in Auftrag gegebenen Studien in der Regel mehr Bakterien finden als auf einer handelsüblichen Toilette. Jetzt kommt die doch noch hier zum Tragen. Da hätten sie auch direkt mit dem Klo vergleichen können. Also das ist so, die Trias ist erst die Kloschüssel, dann der Hipsterbad, dann die Fernbedienung und das Schlimmste sind offensichtlich die Socken im Bett. Die Trias ist, ja. Ja, mit den Socken müsste man dann halt besser auch die Füße ausziehen, wo den ganzen Tag in den Socken drinstecken. Ja, also, die sollst du dir zumindest waschen am besten, denke ich mal. Und wenn du dann unbedingt, das ist jetzt hier der Verbrauchertipp, den ich natürlich noch loswerde, wenn du unbedingt Socken tragen möchtest, dann ziehst du halt frische Socken hinterher an. Besonders geeignet aus Naturfasern wie Baumwolle, weil die besonders atmungsaktiv sind und gleichzeitig isolierend. Und dann, das ist das, worauf der Sommer anspielen wollte. Ich finde es ja auch unsexy, wenn mein Bettgefährte, meine Bettgefährtin Socken trägt. Aber hier wird es auch andersrum gesagt. Das kann nächtliches Schwitzen reduzieren, das schnellere Einschlafen fördern, die Schlafdauer verlängern und sogar das Liebesleben im Bett verbessern. Wahrscheinlich ist gemeint, dass das unsexy ist, wenn du so kalte Föß hast. Ja. Also bei vielen Teenagern besteht das Liebesleben ja aus Socken letztendlich.
Ja, da solltest du auch eine frische Socke nehmen. Genau. Pass auf. Nicht so Butterschubsen von gestern. Erinnere mich an einen Live-Auftritt von vor vielen Jahren von Red Hot Chili Peppers. Die haben auch Socken getragen, aber jeder nur eine. Ja, und sind dabei über die Abbey Road, über den berühmten Zebrastreifen gegangen, mit Socken bekleidet. Pass auf, Ben, aber weil du es angesprochen hast, ich muss jetzt unbedingt reingrätschen und den Verbrauchertipp erweitern. Du hast ja auch noch gesagt, selber auf dich selbst bezogen, dass du am liebsten alles ausziehst im Bett. Und da habe ich auch etwas gelesen, was ich jetzt für heute gar nicht vorgesehen hatte, aber jetzt haue ich es kurz rein. Da streiten sich doch jetzt tatsächlich Wissenschaftler drüber, ob das nicht auch gefährlich ist, wenn du ohne Unterhose ins Bett gehst oder überhaupt unten ohne ins Bett gehst. Und jetzt ratet mal, warum das gefährlich sein könnte. Ja, vielleicht wenn du einen Hund hast oder so. Nein. Oder wenn du dann wie die Fernbedienung in der Ritze hängen bleibst. Auch das nicht. Nein, es geht darum, das sagt zumindest dieser eine Wissenschaftler, der jetzt überall irgendwo zitiert wird, du lässt ja auch mal einen fahren, ne? Und da kommen auch kleine Partikel bei raus. Kolibakterien könnten da dabei sein. Und wenn du die dann im Bett hast und dann wälzt du dich da, dann könnte es halt irgendwie lecker werden. Also das sagt er und rät dringend davon ab, ohne Unterhose zu schlafen. Ist das für ein Typ, der Chief Coley Officer oder was? Chief Coley Officer. Sehr geil. Jetzt ist es auch irgendwie eklig. Jetzt, ja. Ein anderer Arzt sagt übrigens, das ist kompletter Unfug, das ist völlig übertrieben und wer bisher nicht dran gestorben ist, nackt zu schlafen, soll das auch weiter tun. Ja, also ins Bett gekackt habe ich mir noch nicht, kann ich alle Hörenden beruhigen, egal in welchem Zustand. Und ich habe auch noch nie im Bett irgendwie den Ausspruch getan, da komm, land mit. Aber naja, you never know. Wie heißt das im Fachbegriff, glaube ich, Schurz, ne? Schurzen, genau. Schurz. Ich habe geschurzt, wir müssen gehen. Das ist doch bei mit Ben Stiller, glaube ich, im Film. Ja, vielleicht weiß. Vertiefen wir das Thema dann in unserer Kack-Sondersendung. Glaube ich. Ja. Der englische Fachbegriff ist übrigens The Shard. Shard. Ah, ja, genau. Shit und Fart. Fart, ja, sehr schön. Okay, Schurzen. Aus dem Deutschen der Schurz. Ja. Aber gut übersetzt, muss ich sagen. Gut übersetzt. Ja. So, schurzen wir mal zum nächsten Thema rüber. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Bubbles. Also nicht nur Pool, sondern auch Bubbles. Ja, passt jetzt sehr gut zum Schurzen, finde ich. Ja, weiß ich nicht. Also, wer erinnert sich noch an Bubbles? An den Affen von Michael Jackson, meinst du jetzt? Hey, sensationell, genau. Ich habe hier einen Artikel gefunden, überschrieben. Bubbles geht es blendend. Also wer hat sich gefragt, so unter der Rubrik, was macht eigentlich, ... Bubbles. Genau. Also Bubbles geht's gut. Das ist erlebt als Schimpanse, was er ja nach wie vor ist. Als Schimpanse in einem, verkleidet auf... Ja, genau. In einem Zoo in Philadelphia. Als, ein als Schimpanse verkleideter amerikanischer Sänger. genau. Der seinen Tod vorgetäuscht hat. Nein, also er ist... in einem Primatenpark und ist auch künstlerisch wohl sehr veranlagt. Also, erstmal fand ich es ganz witzig. Bubbles ist inzwischen 41, also auch schon ein Alter. Erlebt in, wie gesagt, einem Primatenpark, fühlt sich da sehr wohl, ist mit vielen Artgenossen unterwegs und greift, wie ich zitiere mal, greift bisweilen sogar zum Pinsel, um Bilder zu malen. So. Und, genau. Und ist dann unterwegs. Die Organisation Estate of Michael Jackson, die zahlt für Bubbles Unterkunft und Pflege. Das kostet etwa $27,000 im Jahr. Und er wird auch von, das ist jetzt auch sehr geil, er wird von Fans des Popstars regelmäßig besucht und auch mit Leckereien und Geschenken bedacht. Also und außerdem kommt ab und zu auch Jacksons ehemaliger Anwalt und auch Familienmitglieder kommen vorbei und besuchen den Affen. Genau, also wie gesagt, das ist Bubbles, der ist nach wie vor im greiferen Alter, ist inzwischen auch, was hatten sie hier, er gibt so ein bisschen den späten Elvis, weil er wiegt inzwischen schon auch 180 Pfund und
Genau, also von daher, aber... Weißt du, wie alt so ein Schimpanse werden kann? So normalerweise steht das da irgendwo? Steht hier nichts. Könnte ich jetzt natürlich schnell mal googeln irgendwie, wie alt der gemeine Schimpanse wird. Aber ich höre schon woanders tippen. Also wir werden ich tippe, ja. Informationen okay, bekommen. Okay, wir können ja 50, mal tippen. Also 50, ich tippe 60. 50, ja, 50. Sorry, zu spät. Genau. Aber im Freiland ist es etwas weniger, 30 bis 40. Genau. Und er wird noch beschrieben, er sei ein sanfter und sehr künstlerisch veranlagter Vertreter seiner Art. Manchmal allerdings bespucke er Fremde mit Wasser oder werfe mit Sand, in Anführungsstrichen Zitat, einfach um zu sehen, wie sie reagieren. Das würde ich auch so sagen. Genau, er wird auch regelmäßig untersucht von Tierarzt. Das heißt, er macht seine Vorsorgeuntersuchungen, wie das für einen guten Schimpansen gehört. Geht da alle 2 Jahre hin, zahlt ja auch die Kasse. Und ansonsten gibt es auch keine Anzeichen früherer Misshandlung. Ja. Ich hatte jetzt gerade, das ist hervorragend. Ja. Ich habe jetzt im Wikipedia-Artikel gerade auf gut Glück nach Kot gesucht, weil ich in Erinnerung hatte, dass die damit auch gerne mal werfen. Das wird ja aber gar nicht thematisiert. Aber ich habe den Ökotouristen gefunden. Der tatsächlich durch unnötiges Rumwuseln in Schimpansengebieten tatsächlich auch mal den früheren Tod von Schimpansen zur Folge haben kann. Ja, weil die Menschen nicht nur den Lebensraum einschränken, sondern den armen Tieren direkt vor Ort auf den Sack gehen. Aber das Schimpansen-Kot werfen muss ich eben auch bei der Sandgeschichte direkt dran denken und habe mir vorgestellt, Bubbles schmeißt da so Kot oder Sand und ruft dann Shard. Ja, who knows? Aber wie gesagt, er ist ja künstlerisch veranlagt und hier ist auch ein Foto von ihm. Also er ist, ich bin jetzt kein, wie soll ich sagen, kein Fachmann im Lesen von Schimpansenmimik, aber er sieht erstmal ganz zufrieden aus. Ja. Das ist eher laut. Ja, siehst also du. Also das Foto könnte ja auch so ein manchen und manche inspirieren, mal unsere Shownotes zu gucken, wenn man wissen will, wie Bubbles heute aussieht. Genau, oder 4 Bubbles Lookalikes. Ja. Hervorragend. Prollo, vielleicht mal die Frage an dich. Wie ist das eigentlich mit dem Internet im Amazonasgebiet? Ja, schwierig. Schwierig, Ben. Danke, dass du fragst. Es ist nämlich so, es gibt tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte, wohl noch nach wie vor von der Außenwelt, zumindest bisher, abgeschnittene Völker im Amazonasregenwald. Und ich stelle mir jetzt diese Frau, die vor 9 Uhr keinen Kaffee bekommen hat, vor, aber eine sogenannte Aktivistin soll wohl über sich gebracht haben, diverse Starlink-Antennen zu so einem abgeschnittenen Volk zu schaffen oder schaffen zu lassen. Hat sie ja sicherlich nie selber getragen. Und hat denen sozusagen das Internet beschert. Die hatten tatsächlich mitunter schon Smartphones und haben da durchaus auch hier und da mal was mit fotografiert, was man eben so offline mit dem Smartphone machen kann. Das ist gar nicht so viel. Ja, und plötzlich hatten sie Internet. Und bei uns hat das Internet, wir sind ja noch Internetnutzer alter Schule, so ein bisschen langsam angefangen. Und ich stelle mir gerade vor, wie das ist, wenn heute jemand Internet von 0 auf 100 bekommt. Da frage ich jetzt mal Beef und Sammer, die den Artikel offenbar nicht kennen. Was glaubt ihr denn, was da abgegangen ist, als die Leute plötzlich Internet hatten im Urwald? Darf man Urwald noch sagen? Ja, oder? Steckt bestimmt der Elon hinter. Ja, ja, Starlink. Ja gut, der sind ja der seine provided Antennen. Das Zeug, ja. Genau. Also die Antennen wurden, ohne Elon jetzt konkret einzubeziehen, die kannst du ja auch käuflich erwerben, einfach dahin geschleppt und mit Solarbetrieb. Also die haben die Beschreibung ist wie folgt: Die haben lange gar nichts gehabt. Zwar technische, also es ist nicht völlig, das Handy war denn jetzt wie Prollo sagt nicht unbekannt, aber die hatten halt nicht diese Zugriffsmöglichkeiten, weil es da einfach kein Internet gibt. WLAN-Signal war sehr schwach, bis ein paar Starlink-Antennen vor 9 Monaten da aufgebaut wurden. Und was ist dann passiert? Man muss sich noch vielleicht dazu sagen, dieser Stamm, um den es da geht, wenn ich das gerade noch ergänzen darf, das ist ein ganz bestimmter Stamm, der auch vom Aussterben bedroht ist. Und zwar die Marubo. Wenn du das googelst, dann findest du auch so Save the Marubo. Das sind 2000 Mitglieder, 2000 Personen, die diesem Stamm noch angehören.
Und die leben eben tatsächlich irgendwo recht abgeschieden im Amazonas und haben jetzt seit 9 Monaten schnelles Satelliten-Internet. Und jetzt seid ihr dran. Okay. Also ich überlege gerade, ich könnte jetzt, aber das kriege ich so schnell nicht hin. Man könnte jetzt natürlich schnell mal ins Sauerland oder in die Eifel fahren und könnte schauen, wie es da funktionieren würde. Aber vielleicht lassen sich ja auch durch die Entwicklungen dort im Regenwald einfach dann Rückschlüsse ziehen, wie es dann in der Eifel und im Sauerland dann abgehen wird, wenn die irgendwann Internet kriegen. Aber also ich könnte mir, weiß nicht, wenn ihr diese 9 Monate so betont, weiß ich, ob das schon die richtige ist. Dass, also es hat nichts mit eher im Gegenteil. Vorpflanzung zu tun. Also, ja, genau. Gegenteil ist der Fall, genau. Naja, ich glaube, völlige Überforderung dann irgendwie von dieser Bilderflut, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und einfach, keine Ahnung. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Müsste jetzt wirklich erstmal drüber nachdenken. Lass mal den Sommer mal noch eine Einschätzung abgeben. Also es war dann, so wie ich es verstanden habe, war dann eben plötzlich Internetzugriff möglich. Ja, eben dank Elon. Und dann fehlt mir noch die Info, die haben dann auch Endgeräte gehabt, um das zu nutzen. Die haben Handys vorher schon gehabt, ja. Vorher sogar schon gehabt, aber nicht also nicht nutzen Smartphones, allerdings wahrscheinlich weniger mit Internetverbindung, sondern wie der Prolo sagt, zum Fotografieren. Vielleicht haben sie sogar telefoniert, das weiß ich jetzt hier nicht, aber eben das Internet als solches, das World Wide Web, stand ihnen nicht zur Verfügung. Ja, keine Ahnung, vielleicht haben sie dann zunächst mal Fußball geguckt. Ich weiß es nicht. Es ist echt irgendwie so, mir fehlt auch die goldene Idee. Ich muss mal gerade den Prolo fragen, aus welcher Zeitung hast du denn den Artikel? Der war ja in verschiedenen. Welche Zeitung hast du unter anderem da bei dir? Ich habe das aus der Men's Health der IT von Heise Online. Okay, weil ich habe OE24 und die New York Times. Die New York Times ist da etwas differenzierter und beleuchtet das auch von verschiedenen Seiten. Meine Aufmerksamkeit hat aber hier OE24, ein österreichisches Fachmagazin für Klatsch und Tratsch. Und das liegt daran, dass ich häufig, um meine Spuren im Internet zu verschleiern, einen VPN-Channel aus Österreich nehme. Keine Ahnung, nein, das war Quatsch. Aber wahrscheinlich bin ich deswegen irgendwie da aufgeschlagen. Und Prolo, wenn du erlaubst, ich würde nur gerne die Schlagzeile vorlesen, die gemacht haben. Die ist nämlich, also schöner kann man es nicht formulieren. Dank Elon Musk. 2000 Stammesmitglieder erhalten Internet und werden direkt pornosüchtig. Das ist tatsächlich, das muss man ihnen lassen, recht einigermaßen gut zusammengefasst. Vor allem, das ist ja die eine Seite und die andere Seite ist dann halt, dass so die üblichen Aktivitäten, nämlich also Nahrungssuche, Vorbereitung und so weiter, nicht mehr organisiert wurden. Und weil es halt bei denen kein Lieferando gibt, ist das halt ein Problem. Ja, das heißt, die Leute haben von ihrem Tagesgeschäft abgesehen, sage ich mal so, und haben sich einfach eine Wurst nach der anderen gepellt. Ja, ich frag mich in dem Kontext auch, das war mein ursprünglicher Gedanke, als das mit der Pornosucht jetzt kam. Ihr sagtet, der ist ja vom Aussterben quasi bedroht, der Stamm. 2000 Manneken noch. Da habe ich gedacht, ist jetzt der Zugang zu Pornos vielleicht förderlich oder eher schädlich, was den Erhalt der Art angeht? Also werden die animiert, jetzt diese Pornos nachzustellen und schaffen dadurch mehr Nachwuchs, oder eher nicht? Ich denke nicht, weil das wird hier die Marubo, die werden auch beschrieben, die haben natürlich auch Riten und Glaubenssätze und derlei Dinge und sie sind wohl ein sehr keusches Volk. Also sie leben nicht komplett abstinent, sonst würden sie ja sofort aussterben, aber sie haben wohl sehr viele Keuschheitsgebote. Und seitdem die halt Internet haben, schicken die sich fröhlich in irgendwelchen Chats immer Pornofilmchen rum und wichsen sich da halt einen drauf, schätze ich mal. Also das ist das eine. Und was auch, das ist jetzt vielleicht so zum Schmunzeln, aber das, ich meinte ja, ich habe ja aufgeschrieben, warum das Internet vielleicht mehr Fluch als Segen ist. Was die eben wirklich sehr schnell beobachten können. Der Prolo sagte, von 0 auf 100 haben die das Internet gekriegt. Und dass die jungen Leute, die werden phlegmatisch.
die beteiligen sich nicht mehr an irgendwelchen gemeinsamen Aktionen, die halt immer gemacht haben. Das ist ja ein soziales Volk, ein sozial agierender Stamm. Und man merkt, dass die immer mehr auf ihre Smartphones starren, wie wir das von unseren Kindern kennen, und sich eben nicht mehr an der Gesellschaft beteiligen. Und sie merken, dass die jungen Leute, insbesondere die jungen Männer, aggressiver gegenüber Frauen werden, also eine Aggressivität zeigen im wie auch immer gearteten Balzverhalten gegenüber Frauen, das sie vorher so nicht hatten. Was wahrscheinlich auch durch das sehr schräge Frauenbild hervorgerufen wird, was in Pornos gemeinhin vermittelt wird. Und ich finde das sehr nachdenklich. Das ist echt ein krasses, unfreiwilliges Sozialexperiment, wo man sieht, was das Internet aus einem macht. Da kann man sich auch selber nicht ganz von freisprechen von manchen dieser Dinge. Ja, definitiv. Und das Witzige ist, dass die Reaktion darauf die gleiche ist wie das klassische Elternpaar, das mit dem Internetkonsum seiner Kinder überfordert ist, nämlich verbieten. Richtig. So, also es wurde nicht mehr gejagt, gefischt und gepflanzt, lese ich hier mal vor. Und deswegen kein Essen mehr. Und deshalb sei Starlink eingeschränkt worden. Internet nun nur noch 2 Stunden am Morgen, 5 am Abend und den ganzen Sonntag. Reicht, glaube ich, auch. Sonntags gehen alle so ein bisschen. Noch kulant. Sonntags wird die Palme gewedelt. Aber ich hätte noch. Also es ist ja genau genommen, also man lacht jetzt drüber, aber es ist, Ben, ich bin da ganz bei dir. Das ist im Prinzip Auflösung der sozialen Struktur und sozialen Einheit letzten Endes. Ne? Vor allem in dem Glauben, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, und wir haben das hier immer wieder, wir machen ja sogar Social Media Rows, in dem Glauben, dass man in total tollen sozialen Strukturen unterwegs ist, nämlich Social Media. Das vermittelt ja allen Leuten, auch unseren Kindern, und uns selber auch das Gefühl, wir sind ja umgeben von Freunden. Und zwar rund um die Uhr. Aber das echte Leben läuft in der Zeit komplett an einem vorbei. Und vielleicht auch die echte Gesellschaft, die man früher mal genossen hat. Ja, im Prinzip ist es doch sogar so, also ich meine, du ziehst die Parallele ja auch schon. Das, was wir da bei diesem Stamm sehen, ist ja eigentlich das Identische, was bei uns auch passiert, was bei uns nur überhaupt nicht sichtbar wird, weil es sozusagen in gewisser Weise untergeht in einer ohnehin total digitalisierten Gesellschaft, und auch anders als bei diesem Stamm ist das ja, sage ich mal, so sozusagen organisch gewachsen, diese Situation, und nicht von heute auf morgen über Nacht gekommen. Aber es zeigt jetzt nicht nur, dass es eigentlich traurig ist, was da bei diesem Stamm passiert, sondern dieser Stamm zeigt uns eigentlich auch, was viel deutlicher, quasi mit dem Brennglas, was bei uns eigentlich Standard ist, nämlich apathisch ist jetzt falsche Wort, aber dass dieses sich nicht beteiligen, dieses nur noch vor dem Gerät hängen, das ist ja gerade bei Kindern, jungen Leuten ein Riesenproblem, und dieses unfreiwillige Sozialexperiment macht das eben unfassbar deutlich, was bei uns schon fast Normalität ist. Und der Stammesälteste, der hat das hier auch messerscharf analysiert, ist das ein Mann oder eine Frau? Vielleicht ist es auch eine Frau. Ich glaube, die Stammesälteste, die sagt: Young people have gotten lazy because of the internet, she said, genau. They're learning the ways of the white people. Also gut, das ist jetzt so der Vergleich, aber dann kann man wahrscheinlich gleichsetzen aus ihrer Sicht. Das ist eine 73-Jährige mit der sogenannten zivilisierten Welt oder der westlichen Welt. Und ich finde, wir degenerieren total. Also ich war vor Jahren ja mal in Tokio, da ist das ja sowieso, wenn du in der U-Bahn sitzt, komplett so, dass da ist auch ein Gebot, dass du halt nicht so laut redest. Ne? Da kotzen alle in ihr Handy. Das fand ich schon schräg. Und jetzt war ich aber ja in 2 europäischen Großstädten, bin da auch Metro gefahren, und sowohl in Madrid als auch in Paris, die Leute, die reden überhaupt gar nicht mehr miteinander. Also in Bonn und Köln, ich fahre hier nicht so viel öffentliche Verkehrsmittel, ist wahrscheinlich genauso.
Und dann habe ich mal Spaß draus gemacht, tagelang darauf geachtet, die Leute, die sitzen in der Bahn, die stehen in der Bahn, gucken auf ihr Handy. Aber alle, die Leute laufen auf dem Bahnsteig aus der Bahn raus und 50% der Leute laufen mit dem Handy vor der Nase. Also, dass auch keine Unfälle passieren. Und so in Tokio ist es ja tatsächlich schon so, die machen das ja schon viele Jahre, die haben ja Vogelgeräusche. Wenn du da an eine Treppe kommst, da fangen ja so, an jeder Station sind es unterschiedliche Vögel. Also unser letzter Gast hätte seine wahre Freude dran. Und dann zwitschern Vögel los, weil die Erfahrung gemacht haben, dass die Leute die Treppen runterstürzen, weil die ganze Zeit vors Handy gucken. Und dann immer, wenn die halt Vogelgezwitscher hören, wissen die, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich hier die Treppe ordentlich runtergehe. Es ist komplett verrückt. Und wenn die das jetzt so in so kurzer Zeit da eben auch feststellen, ist das eigentlich ziemlich traurig, finde ich. Für uns, also traurig für uns, für die sogenannte zivilisierte, fortschrittliche Welt. Ich würde so ein bisschen versuchen zu differenzieren. Also ich würde, glaube ich, also wir sind jetzt ein bisschen sehr allgemein, finde ich, bei dem Thema. Also das mag sicherlich so sein, aber wie bei vielen anderen Dingen auch, einfach gucken, andere Angebote machen, andere Dinge suchen, sich mal irgendwie versuchen, mit anderen Sachen zu beschäftigen. Das funktioniert ja auch durchaus. Ich kann mir jetzt vorstellen, man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja hier jetzt Ausnahme Sauerland und Eifel, da steht es denen noch bevor, aber ansonsten haben wir ja im Prinzip auch relativ lang Zeit gehabt, um da diese Entwicklung auch zu begleiten halt, ne? Also von daher das immer mehr, und vielleicht ist es ja manchmal ganz gut, dass es Funklöcher gibt, dann ist man gezwungen, mal wegzugucken und kann eben nicht dauernd irgendwie alles machen. Das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Thema. Okay, aber vielleicht, wenn ich ganz kurz, deine Differenzierung ist natürlich vollkommen richtig. Ich muss nur an meine eigene Adresse, ne? Ich bin jetzt hier 3 Wochen rumgefahren, ich habe keine einzige Minute Netflix oder irgendwas geguckt. Ich habe keinen Film und nichts geguckt. Ich habe auch nur einmal Tagesschau bei der Europawahl geguckt. Also Fernsehen habe ich auch so gut wie nicht geguckt. Hin und wieder mal versucht, irgendwo im Vorbeigehen Fußball aufzuschnappen. Aber das war es auch schon. Was ich aber jeden Tag gemacht habe, mehrfach, auch längere Zeit in irgendwelchen Pausen, ist irgendwie in meinem Smartphone rumzudaddeln und in Instagram oder Social Media oder Google nach irgendwelchen Scheiß zu lesen, der mir da angeboten wird. Also in meiner Bubble mich zu bewegen. Das hat mir schon erschrocken, weil ich eigentlich auch so ein bisschen dachte, ich will da mal raus eigentlich und abschalten. Und das ist mir nicht gelungen. Alles andere war gar kein Problem. Ja, es ist, also du hast ja vorhin auch das Beispiel mit ÖPNV, Bus, Bahn und so weiter, dass da alle halt ins Handy starren. Ja, also ich würde mal unterstellen, jetzt vor 50, 60, 70 Jahren, alle die in der Straßenbahn oder im Bus saßen, die haben halt Zeitung gelesen. Also das ist halt heute auch so ein bisschen durch, ne? Also ich glaube, dass das jetzt die großen Kommunikationsplattformen waren und die Menschen sich da viel und reichlich unterhalten haben. Ich erinnere mich immer noch, also bei uns früher im Schulbus stand immer das Schild, bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Und also das ist ja, und man wurde ja, wenn da zu viel Geschrei im Bus war, wurde man sofort angeraunzt von dem dann sprechenden Fahrer plötzlich. Aber ich bin da ganz bei dir, ne? Also das ist sicherlich die Zeit, die man mit Mediennutzung, das ist dann immer noch, wahrscheinlich muss man dann differenzieren, wie man es nutzt, ne? Also wenn du halt nur irgendeine Scheiße anguckst über Instagram, TikTok und tralala, oder das ist ja quasi das Äquivalent zu irgendwelchen Bumssendern im Fernsehen. Ich habe das Wort wieder untergebracht, super. Yeah. Und es ist Hashtag Bumssender. Genau, aber das ist ja dasselbe in Grün halt, ne? Und da finde ich, ist es wahrscheinlich die Art, wie man sich damit auseinandersetzt. Vielleicht wäre das ja auch mal ein Themenschwerpunkt jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Also Medienkompetenz, also wie man einfach mit dem Thema umgehen kann, was man damit machen kann, das wäre ja wirklich mal ein komplexes Thema. Ja, ich gebe dir recht, Beef. Man kann natürlich mit den Medien, mit den sozialen Medien, mit dem Handy, mit dem PC und so weiter sowieso, man kann damit vernünftig umgehen. Aber du tust das sicherlich auch. Aber das Problem ist, dass immer weniger Leute, nach meinem Eindruck, das so tun und immer mehr Leute tatsächlich
wie du das sagst, das Handy eher für Bumsender nutzen. Also natürlich nicht Bumsender, sondern eben Instagram und all den ganzen Quatsch. Also es ist ja auch nicht so, dass auch andere, wenn es um Bildung geht, andere Themen, wenn man liest, dass irgendwie quasi der Bildungserfolg immer mehr abnimmt und so weiter. Da, also es wird einem schon ein bisschen Angst und Bang, weil natürlich, es gibt noch Leute, die es raus haben, damit vernünftig umzugehen, aber man hat schon, oder ich habe schon die Sorge, dass es einfach immer weniger werden. Ja, weil es halt leichte Kost ist. Also Wie gesagt, ich will gar nicht auf meine Kinder schimpfen, wenn ich selber nicht in der Lage bin, irgendwie bei TikTok, wenn ich da mal drauf gehe, ich bin da nicht so häufig, aber wenn ich da drauf gehe oder bei YouTube und Instagram haben ja die gleichen Formate, Reel oder Shorts oder wie sie heißen, wenn du da einmal das aufmachst und dann wischst du das immer so hoch. Ich weiß nicht, wer das mal beim Scheißen oder so gemacht hat. Also da muss ich echt aufpassen, dass ich keine. Dass er abwischen. Dass ich keine Dingens da am Hintern kriege, weil man dann da sitzt und einfach gar nicht das Ende findet. Da ist ja immer ein Video und noch ein Video. Das ist so verführerisch. Also für mich definitiv, kann ich nicht anders sagen. Und das ist kein weltbewegender Content. Nach dem Smartphone-Daumen gibt es demnächst die Insta-Hämorrhoiden. Ja, genau, Hämorrhoiden. Das ist wirklich so diese TikTok-Hämorrhoiden. Das ja, TikTok, genau. Also, ganz ehrlich, ich war mir gar nicht bewusst, dass wir jetzt heute hier einen kleinen, wie soll ich sagen, Lokus-Exkurs machen. Aber lest ihr, wenn ihr am Thron hockt? Also ganz ehrlich, ist man da nicht dem Grunde nach einfach beschäftigt und da will doch keiner länger als man muss bleiben? Oder findet ihr das so geil, da in eurem eigenen Mief zu hocken und möglichst lange da drin zu sitzen? Nee, an und für sich nicht, aber ich gestehe, ich bin ein Kloleser. Schon immer gewesen. Wer sagt denn, dass wir stinken, Mief? Das muss ja nicht so sein wie bei dir. Ja, also die Frage ist ja. Hängt von der Ernährung ab. Also es gibt ja Situationen, wo man halt schon auch gezwungen ist, ein paar Minuten dort zu verbringen, ja. Dann kann man natürlich auch was lesen. Die Frage ist dann, ob man sozusagen hängen bleibt und sich dann nach einer Stunde erhebt. Und wenn, also nach einer Stunde? Oh Gott. Weiß ich nicht. Also wenn die Beine einschlafen, ist es wahrscheinlich auch ein schlechtes Zeichen. Aber ich bin jetzt tatsächlich kein Fachmann für deine Verdauung. Aber eine Stunde am Thron hockst, würde ich mir dem Grunde nach schon mal Gedanken machen. Vielleicht gibt es ja auch, da gibt es ja auch Fachärzte. Aber ist ja vielleicht auch mal ein Moment für die innere Einkehr. Also ja, oder Auskehr. Beim Kehr aus die Einkehr. Es ne? Also, lag mir auf der Zunge. Sozusagen. Also, Fadengeschmack. Also, wir dürfen nicht alles verballern. Wir wollen ja noch die Spezialsendung mit dem Reinher machen. Stimmt, das ist ja auch noch im Reinher, genau. Aber wie gesagt, also vielleicht können wir das Thema da ja noch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, vertiefen. Ja. Machen wir das doch und lassen das dort. Aber wieder was gelernt. Ja. Frage, wir haben gleich locker anderthalb Stunden schon auf der Uhr. Man merkt, wir haben uns lange nicht gesprochen. Und es gibt, glaube ich, noch die ein oder andere Geschichte, abgesehen von Summers Quickie, die aufzulösen ist. Ist richtig? Ja, ist richtig. Ich kann auch eine Geschichte, die ich angeteasert habe, ziemlich kurz halten. Das und kannst zwar, du? Seit wann kannst du das denn? Hast du das jetzt gelernt in den letzten Wochen? Du hör dir beim Schneiden vielleicht mal selber beim Reden zu. Ne? Hier deine Eingangseinführung, die hatte es auch in sich. Ja, also ich hatte auch viel zu erzählen. Viel über Street Art. Ja, genau, ich auch. Also, Einbürgerung, was ich habe es eigentlich falsch angeteasert, ich habe es eigentlich versaut. Ich hätte sagen sollen, was könnte Einbürgerung mit Rasenmähen zu tun haben? Habt ihr da eine Idee? Ist wieder eine mexikanische Lehrerin, die irgendwo Rasenmäher. Nein, wir sind übrigens auch in der Schweiz unterwegs. Hat einer beim Rasenmähen die verbuddelten Unterhosen gefunden von damals? Was hat das mit Einbürgerung zu tun? Keine Ahnung, was weiß ich, dass man dann eine bessere Schweizer ist. Ist das Teil des Einbürgerungstests, dass man weiß, wie ein Standardrasen zu mähen ist? So. Du kommst der Sache ein bisschen näher, aber bist doch noch immer relativ weit vorbei.
Und zwar, es ist so, also da ist ein Typ in der Gemeinde, so jetzt sage ich es komplett falsch, Clos du Doubs, oder also ist noch ein S hinten dran, Doubs vielleicht auch, im Kanton Jura. So, der hat da, das ist, ursprünglich kommt der aus Paris, der lebt aber seit 10 Jahren, wollte sich einbürgern lassen. So, und das läuft offensichtlich bei denen etwas anders in der Schweiz oder zumindest in diesem Kanton. Ich weiß nicht, ob das in jedem Kanton anders geregelt ist. Jedenfalls gibt es da offensichtlich dann eine Abstimmung in einer sogenannten Gemeindeversammlung. So, und in der Gemeindeversammlung ist es dann so gelaufen, dass er 11 Ja-Stimmen bekommen hat, 6 Enthaltungen und 13 Mitglieder der Gemeindeversammlung waren aber dagegen. So, und jetzt fragt man sich natürlich, warum waren die dagegen? Und da gibt es schon kuriose Gründe, nämlich einer hat bemängelt, dass der einfach zu selten in der Gemeinde anwesend war und ein anderer hat sich beschwert, dass der an Feiertagen den Rasen mäht. So, das gefällt natürlich dem gediegenen Schweizer Mitbürger nicht, dass der Nachbar am Feiertag den Rasen mäht und Gestrüpp entfernt oder sonst arbeitet. Ne? Das ist dann schon mal ein Grund, eine Einbürgerung zu verweigern, oder? Ja, klar. Das würde ein Schweizer nie machen. Ja, würde ein Schweizer nie machen, oder? Ich meine, wir kennen sowas irgendwie, dass es sowas wie Sprachtests gibt. Ich weiß nicht, was es noch sonst noch für Anforderungen gibt. Aber dass man irgendwie wegen Rasenmähen am falschen Tag dann eine Einbürgerung verweigert bekommt, finde ich dann doch schon kurios. Das stimmt. Ich finde es, also noch kurioser finde ich, dass da irgendwie so 25 roundabout ja. Mannequin drüber entscheiden, ja, ob der jetzt eingebürgert wird oder nicht. Das ist ja völlig willkürlich. Bürgerentscheid oder Volksbefragung oder was auch immer ist. Also waren das denn die kompletten Einwohner des Dorfes da irgendwie? Weil ein Sprachtest klingt jetzt so, der war ja Franzose, der da eingereist ist und das klang nach französischer Schweiz auf jeden Fall. Also wahrscheinlich ja, Jura, Sprachtest. Ja. Ist dann, glaube ich, kein Problem. Aber ja, Sprachtest habe ich auch eher auf Deutschland bezogen gemeint. Ne? Das war bestimmt nicht das ganze Dorf, die Gemeindeversammlung, 25 Leute, das wäre doch arg kleine Gemeinde. Jo, gibt's ja. Also nicht 25, sondern 11 plus 13, 24 plus 6, 30 Leute. So genau ausgeführt wird es nicht, wie sich jetzt diese Gemeindeversammlung zusammensetzt. Aber es ist in der Tat, es ist kurios, ne? Da stimmen dann Leute ab und sagen, ob der den Pass kriegen darf da oder nicht. Das ist so ein bisschen, hat das was Willkürliches und das ist ja bei uns dann doch anders. Also vielleicht dann doch lieber 25 Leute, als wenn das so einer entscheidet, der potenziell ja auch ein Arsch sein kann. Ja, aber man würde doch denken, dass es da objektive Kriterien für geben muss. Ja. Und dann wird das halt nach diesen Kriterien entschieden. Also sollte man meinen. Ja, sollte man meinen, genau. Und dem Bürgermeister ist das auch irgendwie peinlich. Er findet das Ganze unglücklich. Aber jetzt ist es tatsächlich so, wenn der Schweizer werden will, dann muss der jetzt erstmal in eine andere Gemeinde umziehen. Da, wo er jetzt lebt, ist es jetzt erstmal vorbei. Ich eher eine größere Stadt mit wenig Rasen. Oder weniger Feiertag. Ja. Ja, schöne Geschichte, sag mal. Und so schön kurz. Kann man ja immer wieder über Street Art reden. Genau. Bleibt ja noch Zeit. War das jetzt schon der Quickie oder war das eher noch die? Nee, es war zwar Quick, aber nicht der Quickie. Quick, so, aber nicht I. Da mache ich es aber auch quick, weil ich habe noch die Geschichte, warum es demnächst weniger, vielleicht wieder weniger Musik, heute habe ich auch nichts vorbereitet, hier bei uns geben wird die schöne KI-Musik. Da nehme ich ja immer einen Anbieter namens Suno AI und zu meinem Entsetzen musste ich gestern lesen, dass Suno und eine andere App namens Udio in den USA verklagt werden. Kaum verwunderlich, muss man sagen. 12 Plattenfirmen haben sich zusammengeschlossen und eine große, fette Klage gegen die beiden Anbieter eingereicht. Natürlich mit dem Vorwurf, das sei eine massenhafte Copyright-Verletzung und die Songs und alles Mögliche sei
zu ähnlich. Und überhaupt seien diese Large Language Models, die dahinter liegen, mit illegalerweise mit der Musik von denen trainiert worden, was natürlich auch nicht genehmigt war, nicht von der Hand zu weisen. Aus meiner Nutzersicht ist natürlich, dass das Zeug, was da hinten rauskommt, immer wenn ich das mache, habe ich das Gefühl, ich habe einen Ohrwurm produziert. Also das ist so frappierend. Es macht total Spaß, macht mich richtig süchtig und ich habe das dann tagelang im Ohr. Aber man hat immer das Gefühl, das kennt man doch irgendwoher. Also es ist schon wirklich sehr nah dran. Und falls euch das in unseren Songs, die es ja hier und da auch zum Hören gibt, bekannt vorkommt, also konkret werden genannt ABBA, Beach Boys, Beatles, Michael Bublé, Chuck Berry, James Brown, Mariah Carey, Coldplay, Green Day, Bill Haley, B.B. King, Michael Jackson und Bubbles wahrscheinlich, Jerry Lee Lewis, Sting und die Temptations unter anderem. Aber tatsächlich ist es so, je nach Stil, den du da eingibst, hast du das Gefühl, na, da gibt's doch noch was Bekanntes in der Richtung. Ich fände es andererseits sehr schade, wenn das jetzt hier quasi alles schon wieder tot gemacht wird. Und da gibt es natürlich eine Sache, an der sich das in den USA zumindest entscheiden wird. Und da frage ich mal die Juristen hier in der Runde, was wird das wohl sein im amerikanischen Urheberrecht? Das ist natürlich die Fair-Use-Regelung. Die Fair-Use-Regelung, ganz genau. Ich habe das witzigerweise auch gelesen und die Bemerkung sei mir gestattet. Als erstes Beispiel wird hier in meinem Artikel zumindest Mariah Carey mit All I Want for Christmas genannt. Und wenn das keine Retortenmusik ist, weiß ich auch nicht. Ja? Also da kannst du jetzt gar niemandem Vorwurf machen, wenn das alles gleich klingt. Weil genau dazu ist es ja gedacht. Ich möchte übrigens mal zum Protokoll geben, dass der Beef mittlerweile quasi nicht mehr zu erkennen ist, weil es hier oben jetzt trotz Sommer dunkel geworden ist. He fades into oblivion. Nee, aber das genau, also das heißt, hätte ich nicht schöner sagen können. Also gerade dieses Lied von Mariah Carey, das ist der Ohrwurm schlechthin zu Weihnachten, aber das ist so wirklich totale Retorte. Also da Mariah Carey ist Retorte, also die ist ja auch zusammengebastelt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, also ja. Ist die ja nicht Mariah Carey oder ist das wie bei Helene Fischer? Die heißt eigentlich Maria Karinoff oder so. Nee, ich glaube nur so eine Frage. Ja. Ich frage für einen Freund. Also ich will jetzt auch gar nicht mit euch in die Untiefen des Fair Use einsteigen. Nur für die, die es noch nie gehört haben. Es ist ganz interessant. Also ich bin ein großer Fan des Urheberrechts. Das interessiert mich wirklich sehr, aus verschiedenen Gründen. Schon immer hat mich das interessiert, Medien und Urheberrecht. Und das amerikanische Recht unterscheidet sich vom insbesondere deutschen, europäischen Recht, kontinentaleuropäischen Recht ja vor allem auch dadurch, dass es sehr Case Law getrieben ist, also das anders als das deutsche Recht, wo es ein Gesetz gibt und dann wird das Gesetz ausgelegt, gibt es da auch sowas wie ein Richterrecht und es entwickelt sich immer weiter. Das ist der eine Unterschied. Aber dieses Fair Use, das ist im Endeffekt auch so ein Versuch, das Urheberrecht lebendig zu halten und eben nicht zu eng werden zu lassen. Und interessanterweise kommt das eigentlich daher, dass man Fair Use soll im Endeffekt heißen, dass es irgendwie einen übergeordneten Nutzen auch haben muss. Und also um es mal jetzt ganz einfach zu sagen, es muss halt irgendwie dazu dienen, also die Urheberrechtsverletzung muss dazu dienen und ist dann auch legitimiert, um sozusagen ein etwas Neues zu schaffen. Nicht im Sinne von kommerziell, das ist eher Negativum. Insbesondere eben transformativ ist so ein Zauberwort. Also es muss irgendwie was Neues kreieren, was Neues schaffen und damit quasi die Menschheit jetzt im übertriebenen Sinne weiterbringen, weiterentwickeln, zumindest die Wissenschaft. Und das ist ja hier bei so KI-Zeug nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das vielleicht in der Richtung sogar gelingen kann, das als besonders transformative Nutzung und damit als Fair Use anzuerkennen. Ich bin da sehr gespannt und werde das hier auch vielleicht nochmal updaten, wenn da mehr von bekannt ist.
wie das ausgeht. Aber dieses Fair Use, das gibt es ja in Deutschland so nicht. Und das ist ja auch das große Problem, was Google und Co. hier immer wieder in der EU haben. Dass sie da an unser Urheberrecht doch sehr stark scheitern unter Umständen oder dafür haftbar gemacht werden, wenn das hier verletzt wird. Aber ja, wie gesagt, für mich natürlich eine Schocknachricht, dass meine geliebte KI jetzt hier vor den KDI gezogen wird. Da war es wieder das Geheul von mir. Ja. KI vom KDI. So, für das Protokoll, wie der Brollo vorhin so sagte, der Sammer, der sieht inzwischen aus wie in The Sixth Sense, ein ganz schwieriges englisches Wort, weil er so, der hat da so einen riesigen Schatten von sich. Kann mal einer einen Screenshot machen? Der Beef hat das Licht wieder angemacht und der Sammer sieht aus, als ob er irgendwie, ich komm dich holen. Ich hab die Erleuchtung. Der dann. Was? Ja, der Schatten hinter dir, also dass die dich gleich holen. Ja, es sieht wirklich spooky aus. Muss denn noch einer was abliefern, bevor der Sommer quick and dirty hier was rausleiert, was rausschurzt? Nein? Okay, sag mal, dann suche ich für dich. Ich musste gerade an den bekannten Lendenschurz denken. Stimmt, dieses Wort Lendenschurz, das ist natürlich auch ein Schutzmechanismus eigentlich. Kriegt eine ganz andere Bedeutung jetzt. Lendenschurz. Wieder, ne? Oh, ich muss schnell nach Hause, ich habe Lendenschurz. Ja, zum Quickie, dann mache ich quick and dirty. Das Thema war ja Yoga und Penis. Da ist der Matt Barr. Ach so, warte mal. Yoga und Penis. Entschuldigung, ich hab das. Oh, tut mir leid. Ich hab's verkackt. Ich hab das völlig falsche Intro angespielt. Yoga und Penis war ich. Okay. Also, und zwar der Matt Barr. Der arme Kerl, der war jetzt in der Talkshow in UK, und zwar This Morning heißt die Talkshow, und der hat ein schlimmes Leiden, und zwar hat er einen ziemlich großen Penis, 30 Zentimeter. So, und er sagt irgendwie, das ist halt irgendwie gar nicht immer so toll, da wird immer so getan, als ob das was Großartiges wäre, aber er erzählt dann nämlich von seinem Yogakurs, zu dem er dann sich angemeldet hatte und hin ist. Und was glaubt ihr, was da passiert ist? Keine Ahnung, hat er den, wie nennt man das, den lachenden Baum gemacht oder was? Er hat seinem Vorknienden auf die Schulter geklopft. Nimm mal deinen Arm da weg. Genau. Hat irgendwas Dreibeiniges gegeben. Die dreibeinige Katze gestanden. Ja, ja, so ähnlich. Also ganz so eklig mit auf die Schulter klopfen war, ist es dann doch nicht gewesen. Aber er ist halt hin und hat extra weite Klamotten angezogen. Weites Shirt, weite Hose. Und bei der einen oder anderen Übung muss es dann aber doch wohl so ausgesehen haben, als hätte er eine Erektion, hatte er aber gar nicht. Aber das große Teil da irgendwie so unterzubringen, dass es eben dauerhaft nicht sichtbar wird oder durch die Hose nicht sichtbar wird, ist offensichtlich nicht möglich gewesen. Und dann ist er da rausgeflogen. Sie haben ihn rausgeschmissen, sind da halt viele Frauen in dem Yogakurs, und die fühlten sich dann irgendwie belästigt, und dann ist er aus dem Yogakurs rausgeflogen. Also sag mal, bei aller Liebe, Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil für mich wäre die Lösung die Kombination aus einer engen, einigermaßen engen Unterhose und einer weiten Überhose gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, also das klingt jetzt wirklich irgendwie total schräg. Ich bin da rausgeflogen, weil ich nicht das Ding verbergen kann. Wo hast du das denn her? Das ist jetzt hier aus dem Internet. Nee, das ist, Moment, das ist von MSN, aber das ist ursprünglich, die schreiben ja immer noch, ursprünglich ist das von Watson.
Ja. Ursprünglich ist das von Watson. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe nur immer in Erinnerung, Ben, warst du nicht mit da in Girona mit der unserer Ja, Hobby, ja, ja, ich erinnere mich. Pegel. Aber gab es doch diesen auch, einen Typen. Da haben wir doch auch, ja, erzähl mal. Der am Strand, da war da dieser eine Typ, dem hing es irgendwie fast bis zum Knie so ungefähr. Also der hat es auch nicht verbrochen. Ja, da war so einer. Ja, aber ganz ehrlich, da war so einer, der hatte so eine enge Badehose an und vorne eine Beule, das sah aus, als ob der einen Basketball da drin hatte, so ungefähr. Und dann hat er sich aber auch immer da so am Strand positioniert und posiert, dass wir doch dann dachten, irgendwie, der hat irgendeine Wette verloren und sollte sich da irgendwas reinstopfen und dann irgendwie am Strand besonders auffällig stehen, weil das hat er allemal getan. Also der hat ja nicht irgendwie verhuscht irgendwie versucht, über den Strand zu kommen, sondern er stand direkt immer einen Meter vor unserer Gruppe. Wir hatten noch ein paar Mädels dabei. Damals waren wir alle noch Anfang, Mitte 20 und hat dann da in diesem engen Höschen da irgendwie die Anaconda geschwungen. Und Hashtag Poolnudel. Ja, keine Ahnung, Ben, aber wenn du so eine 30 Zentimeter Anaconda irgendwie, selbst wenn du die mit deiner Strategie da versuchst reinzukneten. Wenn der keine Erektion hat, und dann ist es meinetwegen auch sehr viel Masse, die er da verbergen muss. Also Frauen haben ja auch Brüste und die kriegen das in einem Yogakurs auch so verpackt, dass es nicht aussieht, als ob sie jetzt da irgendwie zu irgendwas einladen wollen oder so. Also ich habe da von Ureinwohnern aus dem Amazonas Videos zugespielt bekommen, da funktioniert das nicht. So. Ja, keine Ahnung. Das vielleicht will der Typ sich auch nur richtig machen. Ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie so ein bisschen so, ich bin aus einem Yogakurs rausgeflogen. Also es klingt irgendwie wie so ein Plot aus einem schlechten Film, sagen wir es mal so, aber das muss nicht heißen, dass es nicht wahr ist. Vor allem klingt das wie, ich war in Europa im Urlaub und habe da keinen Kaffee bekommen. Und ich habe mit meinem unfassbar riesigen Glied, bin ich aus dem Yoga-Kurs geflogen. Ja, das hat ja auch so werblichen Charakter. Ist kein Mitglied mehr, ja, nee. Sozusagen. Nee, weiß ich nicht. Also das scheint mir alles. Ich meine, Watson ist ja jetzt auch nicht so das top-seriöse Portal. Da geht sicherlich auch mal was durch die Lappen. Ja. Schwierig. Aber wir mussten nach den ganzen anspruchsvollen Themen, die wir die letzten Monate hatten, da musste auch mal was wirklich ganz Leichtes mal kommen. Das stimmt. Also ich musste sofort bei Lösungen musste ich sofort an die Bratwurstschnecke denken und da muss man vielleicht auch mal kreativ werden. Das meine ich ja auch. Du kannst das ja irgendwie so falten oder so und dann eine enge Hose, dann ist es schon mal nah am Körper. Ja, dann ist es, ja, was weiß ich, du kannst ja so rollen oder was, oder die Schnecke. Ja. So, und dann ziehst du halt etwas an, was das Ganze in Position hält und zumindest nicht aussehen lässt wie ein fetter Knüppel. So, das ist halt, was weiß ich, vielleicht eine dicke Beule dann. So, und wenn du dann darüber eine Hose ziehst, da wird dir doch kein Mensch vorwerfen, also eine weite Hose, du hast da jetzt irgendwie ein Hard-On im Yogakurs gekriegt und fliegst raus. Also das ist, finde ich, also vielleicht hat er sich ja auch entweder ein bisschen stümperhaft angestellt. Also wenn du so eine Waffe hast, musst du mit der auch umgehen können, Alter. Das ist doch, Mensch, wie heißt der Matt? Das ist doch nicht zu fassen. Matt Hardy oder so. Matt Barr. Matt Barr. Naja, gut. Ich kann mir ja mal den Hinweis geben mit der Bratwurstschnecke. Ich würde da nur empfehlen, vielleicht das Durchstechen des Holzstabes wegzulassen, um die zu fixieren. Das ist vielleicht schlau dann. Wobei es sehr freundlich wäre, dass er das sagt. Ja, naja. Ach Gott, ja, jetzt hören wir wieder mit so einer Penisgeschichte auf, aber es war ja angekündigt. Insofern. Ja, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, muss man mal sagen. Also so oft kam das Wort zuletzt gar nicht mehr. Quasi schon lang nicht mehr. Ja. Ja. Okay. Dann haben wir jetzt wieder sehr eine tatsächlich auch lange Episode aufgenommen. Aber das ist auch okay. Beim nächsten Mal gibt es wieder ein schönes Thema. Quasi 30 Zentimeter Sendung. Also, du bist immer hier der Chefkritiker, wenn man irgendwie flache Witze macht. Aber du vergaloppierst dich hier ganz schön, mein Lieber.
Ja, bitte nur. Ja, naja, gut. Aber so ist das halt. Und wenn keiner mehr was zu sagen hat, dann würde ich sagen, lassen wir es auch einfach und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Dann wieder in trauter Viersamkeit plus Gäste hoffentlich. Das macht es ja eigentlich dann immer am schönsten. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Sendung 102, voll in die Presse, Open Edition. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.